Keine Diskriminierung. Lale, Ayram, jula, hayu. Dema, Schenki, dnem, no discrimination. Joachim Fernau. Cäsar lässt grüßen. Die Geschichte der Römer. Vol. 6. Ein Langen-Müller-Hörbuch. Gesprochen von Philipp Kreiselmeier. Das fünfzehnte Kapitel ist lang. Es erledigt Caligula, Claudius, Nero, Galba, otho Vitellius nie gehört, nicht wahr? Vespasian, Titus und Domitian. Und auch wir sind schließlich ziemlich erledigt. Strapaziöse Zeiten, gefährliche Zeiten, sagen wir heute, aber kein Römer hätte mit uns getauscht, mit Ausnahme Neros. Caligula wurde der erste wirkliche Kaiser Roms. Leider. Was war er als Kind nicht für ein nettes Kerlchen gewesen? Als jüngster Sohn des Germanicus und Enkel des Drusus war er, wenn schon nicht, durch Drusus selbst, dann auf jeden Fall durch seine Mutter Vipsania Agrippina, ein echter Großenkel des Augustus. Er begriff lange Zeit nicht, was das bedeutete, bis die ehrgeizige Vipsania Agrippina ihn darüber aufklärte. Seine Kindheit verbrachte er in den Garnisonen am Rhein. Er lebte unter Militärs, kleidete sich wie ein Spielzeugsoldat und trug winzige, maßgearbeitete Caligae, nägelbeschlagene Kommißstiefelchen. Er war die Freude und das Maskottchen der ganzen Truppe. Als er älter wurde und zur Erziehung nach Rom kam, entpuppte er sich als nicht mehr ganz so nett. Er erlag weniger den Versuchungen, die Welt theoretisch als vielmehr praktisch zu studieren, wobei er mit dem weiblichen Teil anfing. Jedoch beließ er es nicht dabei, sondern befasste sich auch mit dem männlichen. Er war ein Playboy jener liebenswürdigen Art, wie sie heutzutage aus dem Bereich der Fabrikantenparvenüs kommen, ausgestattet mit demselben Geld, demselben Gehirnvakuum, und derselben bedauerlichen Gesundheit. Er war haltlos, aber Bösartigkeit oder gar Grausamkeit bemerkte man an ihm noch nicht. Das Volk sprach von ihm als »unser Kleiner, unser Schoßkind und unser Augensternchen.« Tiberius, der ihn von Zeit zu Zeit zu sich beorderte, war offenbar der Einzige, der ihn hellsichtig erkannte. Mit Schrecken dachte er daran, dass dieser Jüngling jemals zur Herrschaft kommen könnte, er hat ihn nicht eingesetzt. Er nannte ihn Phaeton, ein nicht einmal sehr böses, aber grausig prophetisches Wort. Mit der Präzision eines falsch gefütterten Computers spuckte das Volk auf die Frage, wer Tiberius' Nachfolger werden sollte, den Namen Caligula aus. Er war ja der Enkel des geliebten Drusus. Dass es noch einen Sohn des geliebten Drusus gab, hatte man vergessen. Als der Senat zögerte, stürmte die Plebs, ich verbessere mich, der Plebs, laut Duden, die Kuria und erzwang Caligulas Ernennung. Man feierte sie mit hundertsechzigtausend Opfertieren. Der Anfang des Phaeton war nicht schlecht. Er hob einige drückende Bestimmungen des Tiberius auf, ließ ein paar Verhaftete frei und gab der Volksversammlung das Recht der Beamtenernennung zurück. Das alles waren keine dollen Sachen, aber dolle Sachen erwartete auch niemand von ihm. Plötzlich jedoch schlug das indifferente, laue Wetter zu einem entsetzlichen Hurrikan um. Es heißt, dass das nach einer schweren Erkrankung Caligulas geschah, vielleicht einer Gehirnerkrankung, aber sie ist nicht belegt. Sueton beginnt diesen Teil seiner Caligula Biografie mit dem Satz So viel von ihm als Fürsten, nun muß ich von ihm dem Ungeheuer berichten. Er wurde für die Nachwelt der Inbegriff des Cäsarenwahnsinns, Gustav Freitag. Das Erste, was das Ungeheuer tat, war die Erhöhung des Prinzipats zu einem orientalischen Kaisertum. Nicht zufällig floss das Blut des Antonius in seinen Adern. Er verlangte den Fußfall und die Verehrung als leibhaftiger Gott stundenlang stellte er sich zwischen die statuen des kastor und pollux und ließ sich von den andächtig nahenden anbeten er baute sich einen tempel mit seinem lebensgroßen standbild das von den priestern täglich mit den gleichen gewändern bekleidet wurde die er selbst an diesem tage trug wenn er den kapitolinischen tempel besuchte so führte er laute gespräche mit jupiter wie mit einem onkel scherzte lachte zankte auch mit ihm und hielt die Hand ans Ohr, um besser hören zu können. Sein Verhältnis zur Umwelt war das eines Irrsinnigen. Während seines ersten und zweiten Regierungsjahres gab es viele Fälle, wo hysterisch begeisterte Bürger bei einer Krankheit Caligulas sich zu opfern gelobten, falls ihr Augensternchen wieder genesen würde. Sobald Caligula davon hörte, ließ er die Leute ergreifen und in den Selbstmord treiben. Gelang das nicht, so wurden sie in der Arena abgeschlachtet. Jedoch, es war nicht das fließende Blut, das ihn wie eine bestimmte Verbrechertype reizte, er mordete auch sehr gern, ohne etwas davon zu sehen zu bekommen. Die Befehle flossen ihm schwerelos aus dem Munde. Seinen Adoptivbruder ließ er von einem Prätorianer erstechen, weil ihn die Ängstlichkeit ärgerte, mit der der arme Junge bei Einladungen von den Speisen kostete. Seinem Schwiegervater ließ er die Kehle durchschneiden, weil der alte Mann ihn bei einem Sturm nicht zu Schiff begleiten wollte. In Wahrheit sind natürlich alle weil falsch. Sein Trieb stand in keinem Zusammenhang mit den Scheinanlässen. Wenn er, was wahrscheinlich ist, seine Großmutter Antonia, die Briefschreiberin, vergiftet hat, so fehlt jedes Motiv. Um das ägyptische Gottkönigtum nicht zu versäumen, vermählte er sich wie die Pharaonen mit seiner Schwester Drusilla, mit der er zügellose Orgien feierte. Er erhob sie ebenfalls zur lebenden Göttin. Als sie starb, er nahm sich die nächste Schwester vor, ordnete er einen Reichstrauertag an, an dem ein Lachen mit dem Tode bestraft werden sollte. Es wurde bald nicht mehr gelacht. Denn auch wer nicht mit dem Kaiser in Berührung kam, war seines Lebens nicht mehr sicher. Er hat Tausende ermordet und Zehntausende ins Unglück gestürzt. Er ließ mißliebige Dichter verbrennen und Angeklagten, die ihre Unschuld zu beteuern wagten, die Zunge herausschneiden. Hörte er von der Schönheit eines Mannes, so ließ er ihn verunstalten. Nur mit Mühe und aus Furcht vor dem Militär war er davon abzubringen, die Legionen, die damals beim Tode des Augustus gestreikt hatten, ohne Ausnahme hinrichten zu lassen. Kein Mensch aus jener Zeit befand sich noch unter ihnen. Bei der Einweihung einer Brücke ließ er die Gäste, die auf der Brücke standen, ins Wasser stürzen. Eines Tages kam Caligula auf den Gedanken, die Reichen Roms einen nach dem anderen der Majestätsbeleidigung anzuklagen, hinzurichten und ihren Besitz einzuziehen. Ein Strom von Geld und Gold floss herein, es machte ihm große Freude. Er führte einen Turnus von zehn Tagen ein, an denen er die Listen der zum Tode Verurteilten unterschrieb. Das Maß war voll. Sehr spät. Es ist ein wunderlicher Zug der menschlichen Psyche, wie schnell ein Dolch bei der Hand ist gegen einen, der guten Glaubens fehlgeht, und wie langmütig die Masse gegen einen Bösewicht bleibt, wenn er spektakulär und unbegreiflich ist. Verschwörungen mußten misslingen, solange die Prätorianergarde nicht mitmachte. Diesen Henkersknechten stopfte er das Maul mit Gold. Sie bekamen dreifachen Sold. Ein Gewissen hatten sie nicht. Auch der Kommandeur war nicht damit belastet, solange er sich persönlich sicher fühlen konnte, was bei einem Caligula abzusehen war. Tatsächlich mehrten sich die Anzeichen der Gefahr. Jetzt war Komplizen zu suchen nicht mehr so selbstmörderisch, denn auch der stellvertretende Kommandeur und mehrere Hofbeamte zitterten bereits. Mit dem 24. Januar 41 nahte endlich der Tag der Erlösung. In dem unterirdischen Gang, durch den der Kaiser um die Mittagszeit vom Zirkus zu seinem Palast zurückkehrte, zog der hinter ihm gehende Kommandeur der Leibwache das Schwert und schlug das Ungeheuer nieder. Der Kaiser war nicht sofort tot und schrie wie am Spieß, bis die anderen Verschwörer ihn erstachen. Seinen Leib, massig auf dünnen Beinchen, Glatzköpfig mit neunundzwanzig Jahren, aber am Körper behaart wie eine Ziege das Wort Ziege durfte zu seinen Lebzeiten nicht ausgesprochen werden, schleppte man in der dunklen Nacht weg und verscharrte ihn in einem Garten des Esquilin. Als die Kunde von seiner Ermordung am nächsten Morgen durch die Straßen flog, löste sie neue Angst aus. Totenstille zuerst, dann vereinzelt Klagen, man hielt die Nachricht für eine Falle Caligulas und wollte sich sichern. Erst als die Verschwörer den Konsuln Meldung machten und ihnen den Palast öffneten, brach die Masse in ungeheuren Jubel aus. Genauso groß wie vor vier Jahren. Naja, vielleicht nicht ganz so groß, denn wo blieben diesmal die 160.000 Schlachttiere? Patrizier und Equites dachten weniger an die geopferten Tiere als an die geopferten Menschen, die fast alle aus ihren Reihen stammten. In einer feierlichen »Damnatio Memoriae« tilgte der Senat den Namen und das Bild Caligulas von allen Münzen und Schriftstücken aus allen Räumen und Tempeln. Die Lehre, die Caligula den Menschen erteilt hatte, schien dem Senat so furchtbar, dass er entschlossen war, Rom wieder zur Republik zu machen. Ein schwerer Schritt ins Ungewisse. Dennoch war man sich fast einig. Während schöne und erhebende Reden erschallten, erscholl draußen aus der Richtung der Prätorianerkaserne auch etwas, nämlich ein Trompetenstoß, der alles weitere Gerede überflüssig machte. Die Garde rief eigenmächtig einen neuen Kaiser aus. Der neue Kaiser, der Senat duckte sich sofort, hieß Claudius, genau Tiberius Claudius Germanicus Caesar Augustus. Er war der Sohn des Drusus, Onkel des Caligula. Die Linie sprang also eine Generation zurück. Die Umstände, unter denen der 50-jährige Claudius auf den Thron kam, sind die verrücktesten, die sich denken lassen. Aber rührend. Die ganze Gestalt ist rührend. Es ist das schwer wieder Unrecht früherer Geschichtsschreibung, ihn mit Mord und Totschlag, mit blutigen Zirkuskämpfen, Dolch und Gift umrankt und in einen Topf mit Caligula geworfen zu haben. Da an ihm der Name der schrecklichen Messalina haftet, dieser verrückten Sexualtigerin, hat sich zu allem Überfluss auch noch die Filmbranche des Stoffes angenommen, von der Stummfilm Moritat bis zu Cecil B. DeMille. Auch ich kann mich, soweit ich zurückdenke, nur daran erinnern, einen abscheulichen Claudius Flimmern gesehen zu haben. Er war es nicht. Er war ein armer Teufel. In der Jugend hatte er Kinderlähmung überstehen müssen. Er hinkte seitdem, hatte Sprachhemmungen und wackelte mit dem Kopf. Als ewig zurückgesetzter, als belächelter, als Schwächling wurde er immer verschlossener und immer scheuer. Dass diese Scheu nicht in Hass gegen die ungeschlachte, gedankenlose Umwelt umgeschlagen ist, scheint mir ein Zeichen von sauberem Charakter. Claudius wurde ein Bücherwurm belesen, gebildet und philosophisch milde. Er suchte, allein oder im Kreise ganz weniger Vertrauter, auch ein bisschen Trost im Wein, im Würfelspiel und kleinen Zerstreuungen. Lauter Dinge, über die zu zetern sich vollkommen erübrigt. Der vollendete Trottel ist er übrigens nicht gewesen, schreibt Herr Professor Hohl noch 1931. Nein, Euer Magnificenz, offensichtlich nicht, sein Umgang waren Professoren, Herr Professor. Er sprach perfekt Griechisch, war ein guter Mathematiker und lernbegieriger Mediziner. Aber eine teilweise erhaltene Senatsrede wirkt in ihrem Prunken mit Geschichtskenntnissen schon peinlich. Wie? Der fast vollendete Trottel hatte Geschichtskenntnisse, und er prunkte damit? Der arme Kerl, seine einzige Freude, sein einziger Stolz, floss ihm da einmal in die so beschwerliche, stotternde Rede ein. Wie glücklich mag er sich gefühlt haben, dass niemand lachte, dass sie staunten und dass sie sich alle erhoben, als er hinkend und kopfwackelnd hinausschlurfte. Unser Abortus, wie ihn seine Mutter Antonia, die Briefschreiberin, seit Kindheit zu titulieren pflegte. Nun, Mutter Antonia war tot. Ihr Augensternchen Caligula hatte dafür gesorgt. Das Augensternchen würde auch dafür gesorgt haben, dass Onkel Claudius nicht mehr lebte, wenn er ihn sich nicht als Hofnarren gehalten hätte. Die fürchterlich rohen und gefährlichen Späße, die Claudius im Hause des jungen Ungeheuers ausgehalten hat, müssen die Hölle gewesen sein. Aber er ertrug sie. Je mehr er mit dem Kopf wackelte, desto fester saß er ihm auf den schwachen Schultern. Er wollte nicht sterben, er liebte das Leben, so kümmerlich er auch weggekommen war. Als die Palastgarde an jenem Januartage Caligula und noch weitere Familienmitglieder tötete, verkroch Claudius sich in einem Versteck des Hauses. Ihm schlug das Herz bis zum Halse, als er die Prätorianer mit blutigem Schwert an seinem dunklen Winkel vorbeistürmen sah, wieder zurückkehren, wieder verschwinden und schließlich das Entsetzlichste dauernd seinen Namen rufen hörte. Dann entdeckten sie ihn. Eine Faust zerrte ihn heraus und stieß ihn vor sich her. Offiziere kamen hinzu, alles schrie durcheinander und inmitten eines Prätorianerhaufens führte man den Fünfzigjährigen in die Kaserne ab. Er wartete auf sein Todesurteil. Oh, er war innerlich gefasst. Aber was nützt das, wenn der geschundene Körper zittert? Da geschah das Unglaubliche. Die Offiziere hoben ihn auf die Schultern und riefen ihn zum Kaiser aus. Claudius, vollkommen ungewiß, ob das Ernst oder Hohn sein sollte, wollte es nicht glauben, alles geschah von nun an wie ein Traum. Die Soldaten legten den Treueid ab und präsentierten den neuen Kaiser dem Volk und dem Senat. Die meisten sahen ihn zum ersten Mal. Seine Mutter Antonia hatte ihn versteckt, Tiberius hatte ihn von allen öffentlichen Pflichten entbunden, und Caligula ihn wie einen Affen im Käfig gehalten. Claudius kannte auch niemand unter den Senatoren. Das da vor ihm waren sie also, und jene zwei dort die Konsuln, und offenbar stimmte alles, und er war wirklich Kaiser. Mit dem Toreschlußmut von Aschenbröteln stürzte er sich in die Arbeit, denn ein Amt fasste er als Arbeit auf. Was konnte es sonst sein? Er hat sich nie als ich, Claudius, Kaiser und Gott gefühlt. Er war ein guter Amtmann. Er zog neue Straßen durch Italien und Gallien, baute die großen Garnisonen am Rhein zu Städten aus, er ließ den Hafen von Ostia ausbaggern und vergrößern, regulierte den Fuziner See und baute die Claudische Wasserleitung, deren riesige Bögen sich heute noch über die Campania ziehen. Er übernahm die Kosten der Kornverteilung, er kümmerte sich um die Rechtsprechung, führte die Erbschaftssteuer ein, gab Erlässe heraus, die den Status der Sklaven erleichterten, er verbot alle Majestätsprozesse, er stand vor der Aufgabe, drei neue Provinzen in Afrika und Thrakien durchzuorganisieren, was er spielend löste, und schließlich stand er vor einer wirklich gefährlichen Aufgabe, das unruhige Belgien durch die Besiegung der ewigen Drahtzieher der Briten zum Frieden zu bringen. Keine schöne, keine menschlich angenehme Sache, aber notwendig, nachdem damals Caesar den abenteuerlichen Schritt nach England gewagt hatte. Die Rheinarmee, unter einem Befehlshaber, den er besser auswählte als einst Augustus seinen Varus, setzte nach Britannien über und eroberte 43 nach Christus in einem glücklichen Feldzug den ganzen Süden. Europa war im Sinne des Siegers befriedet. So saß und arbeitete er Tag für Tag hinter verschlossenen Türen, der zerbrechliche ältere Herr, unser Abortus und einstiger Clown mit dem blutenden Herzen, für das man sich in einem forschen Staat leider nichts kaufen kann. Und abends trank er noch immer sein Viertelchen. Die einzigen, auf die er sich in seiner Unerfahrenheit verließ, waren seine ehemaligen Freunde, ein paar freigelassene Sklaven. Auf zwei von ihnen, Narzissus und Pallas, stützte sich seine ganze Regierungskunst. Sie waren Griechen, hochgebildet und selbstlos. Diese freigelassenen Wirtschaft haben ihm schon die antiken Historiker übel genommen. Das Wort Weiber und freigelassenen Regiment erscheint bis in die heutige Zeit. Es ist ganz fehl am Platz. Der weltfremde Kaiser hat im Gegenteil eine Meisterleistung vollbracht, indem er einen Mann wie Narzissus fand und an sich zog, ihn erkannte und ihm vertraute. Hier hat ein Kaiser zum ersten Mal der Weltgeschichte einen Reichskanzler vorgeführt. Das ist die richtige Bezeichnung. Narzissus war für Claudius das, was Reinald von Dassel für Barbarossa und Marquard von Anweiler für Heinrich VI. werden sollten. Auch Anweiler war Unfreier am Hofe gewesen. Heinrich VI. hatte unter den Grafen und Baronen niemand seinesgleichen gefunden. Claudius sah unter den Senatoren auch keinen. Lauter Nullen. Die Nullen verziehen ihm das nie. Sie haben sogar unter äußerster Konzentration ihres Hodenstolzes einmal einen Aufstand probiert. Narzissus hat das leicht in Ordnung gebracht. Er hat noch mehr in Ordnung bringen müssen. Auch das Privatleben seines bewunderten Herrn. Und damit kommen wir zum Stichwort Messalina. Sie war eine Urenkelin der Augustus Schwester Octavia. Wie alt ist nicht sicher. Vielleicht war sie um die zwanzig, als sie die dritte Frau des Kaisers wurde. Sie soll nicht sonderlich hübsch gewesen sein, auch körperlich nicht das römische Ideal. Auf keinen Fall wird sie, wie sie so oft dargestellt wird, eine Bavaria oder Berolina gewesen sein, Nymphomaninnen findet man eher unter Picassos Büglerinnen. Claudius wurde ihr hörig, nicht für ewig, aber lange genug. Ist das schlimm? Ja, es ist schlimm bei einem allmächtigen Kaiser. Aber es ist menschlich. Claudius war zweimal vorher verheiratet gewesen, als Clown, als Krüppel, als Idiot, geduldet und mit geschlossenen Augen erlitten. Nun war er Kaiser, plötzlich war er nicht mehr unästhetisch, er wackelte anscheinend nicht mehr mit dem Kopf und humpelte nicht, er war ein Mann geworden. Unbeschreibliche Erlösung aus Schande und Scham. Gierig suchte er immer wieder die Bestätigung und war glücklich, in Messalina eine ebenso gierige zu finden. Sie brauchte sich nicht zu überwinden, aber es lag nicht an ihm, es lag an ihr. Ihr Geschlechtstrieb, körperlich und gedanklich gleichermaßen, muß abnorm gewesen sein. Sie verlor, sobald sie sich sicher und an der Macht wusste, jede Haltung, fieberte unersättlich nach Befriedigung, nahm Knaben, Schauspieler, Rennfahrer, Kutscher, Bauern, Köhler, Schiffer, Neger, Säufer, zu Hause, in Parks, auf Straßen und schließlich in Bordellen, in denen sie sich einmietete. Daneben war sie gefährlich wie ein Satan, wenn sie Widerstand fand oder Feindseligkeit witterte. Man hat nach ihrem Tode gefälschte Unterschriften des Kaisers gefunden, mit denen sie Frauen, die sie hasste, oder Männer, die sie fürchtete, aus dem Wege räumen ließ. Eines Tages, als Claudius in Ostia war, feierte sie öffentlich und nach allen gültigen Riten Hochzeit mit einem ihrer Geliebten. Rom, viel gewohnt, war denn doch recht schockiert. Unvorsichtigerweise ließ Messalina dabei auch die Bemerkung fallen, der Herr an ihrer Seite sei der künftige Kaiser. Als Claudius zurückkehrte, mußte Narzissus einen schweren Gang tun, seinen Herrn um die Unterschrift unter das Todesurteil Messalinas bitten. Claudius hatte zwei Kinder von ihr, eine sanftmütige schöne Tochter und einen sanftmütigen Knaben. Die Hand verweigerte ihm den Dienst, er wollte verzeihen. Aber der Kanzler war unerbittlich, es ging um das Leben des Kaisers. 48 nach Christus, nach sieben höllischen Jahren, wurde Valeria Messalina hingerichtet. Narzissus und Pallas rieten zu einer Wiederverheiratung, um die Erinnerung an die unwürdige Kaiserin auszulöschen. Die Wahl fiel nach Überlegungen, die uns rätselhaft sind, auf eine Angehörige des Claudischen Hauses selbst, auf die damals über dreißig Jahre alte Julia Agrippina, eine Schwester Caligulas. Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit. Wahrscheinlich hat sie selbst die Weichen gestellt. Die Heirat mit dem Onkel, der so überraschend der Herr des Imperiums geworden war, scheint ein lang vorbereitetes Ziel gewesen zu sein. Sie war äußerlich imponierend, von sehr regelmäßigem Antlitz, sehr ruhig und beherrscht im Benehmen, und nichts verriet den Vulkan männlicher Leidenschaften, der in ihr brannte. Hat Narzissus nicht gewusst, dass sie, ungeachtet ihrer ersten Ehe, mit ihrem Bruder in Blutschande und völliger geistiger Übereinstimmung gelebt hatte? Oder war für den so oft verwundeten und zum Voyeur gedemütigten Claudius gerade das ein Triumph? Es ist sehr gut möglich. Jedenfalls wurde das stille, tiefe Wasser Julia Agrippina sein Untergang. Der Rest ist so banal wie scheußlich. Sie hat Claudius verachtet. Er war ihr nicht mehr als irgendein tierisches Lebewesen. Sie hielt ihn für einen Kretin und sich selbst für hoch über ihm stehend. Natürlich hat sie an den Mumpitz ihres Bruders mit der Vergöttlichung seiner Schwestern nicht geglaubt, aber ihre männliche Renaissance-Natur sah in der Strapazierfähigkeit eines Beines die unerlässliche Voraussetzung für einen Anspruch auf Vollwertigkeit. Claudius hatte ihn in ihren Augen nicht. Sie besaß aus ihrer ersten Ehe mit einem Herrn Domitius ein Kind, einen pausbäckigen Knaben, der inzwischen ein pausbäckiger, musischer, singender, dichtender, tanzender, musizierender Jüngling geworden war. Ihn liebte sie bis zur krankhaften Übersteigerung. Vielleicht liebte sie in ihm die eigenen zukünftigen Machtmöglichkeiten noch mehr. Beide Triebe beherrschten sie vom ersten Augenblick an. Wo sie den Entschluss fasste, ihr Kind auf den Thron zu bringen. Der erste Schritt war einfach. Nur bei Narzissus erregte er Verdacht. Julia Agrippina bewog Claudius, den Beatle-Knaben zu adoptieren. Damit war nach römischem Recht und römischer Anschauung der Jüngling ein rechtmäßiger Sohn des Kaisers geworden. Mit Schrecken sah Narzissus, dass dieser Sohn jetzt vor dem Leiblichen des Kaisers rangierte, denn er war der Ältere. Julia Agrippina sorgte dafür, dass Rom nur noch von ihm als Erben sprach. Eines Tages, im Oktober 54, war es wieder einmal soweit. Der Kanzler hatte sichere Nachricht, dass Julia Agrippina den zweiten Schritt vorbereitete, die Ermordung ihres Gatten. Narzissus suchte seinen Herrn auf und unterbreitete ihm, was er wusste. Claudius wand sich verzweifelt in seinem Glauben an die Menschen. Er klammerte sich an sein Vertrauen wie ein Ertrinkender. Narzissus warnte. Er vermutete den Schlag schon für die nächsten Tage. Claudius bat zu warten, nur eine kleine Frist noch, nur eine kleine Hoffnung noch. Am nächsten Tage war er tot. Narzissus hatte ein Giftattentat in einem Getränk erwartet und Vorkehrungen getroffen. Falsch. Agrippina hatte Pilze gewählt ein paar zimmer weiter spitzte philosoph seneca bereits die feder um der nachwelt in seiner schrift verkürbissung ein zerrbild des blöden kaisers claudius zu zeichnen und der mitwelt den neuen imperator vorzustellen der rom herrlichen zeiten entgegenführen würde seinen siebzehnjährigen schüler lucius domitius nero claudius caesar augustus germanicus den nero Dreizehn Jahre lang hatte Claudius regiert. Vierzehn hielt sich Nero. Eine lange Zeit. Nicht wahr, gefühlsmäßig hätte man gesagt vier, fünf Jahre. Man erinnert sich an seinen ausbrechenden Wahnsinn, an den Brand Roms und an seinen Selbstmord als raschen Ablauf eines wirren Films. Aber es dauerte in Wahrheit lange, so lange, dass eine halbe Generation wieder umsonst gelebt hatte, zumindest in Rom. Nero begann nicht schlecht, er begann nämlich überhaupt nicht. Die Reichsverwaltung lief von selbst, und das kaiserliche Kabinett leitete Philosoph Seneca, jener zwielichtige Mann, der so viele schöne Gedanken ausgesprochen und so viele hässliche Fakts vorexerziert hat. Jedoch er richtete kein Unheil an. Die ersten zwei Jahre verliefen glücklich. Wenn man von so kleinen Schönheitsfehlern absieht, wie der Ermordung des Claudius Sohnes, der vom Vater als Nachfolger nominiert gewesen war. Um das Jahr 55-56 zeigten sich die ersten Anzeichen des Wahnsinns. Nero entdeckte seine Göttlichkeit. Er geriet in einen Höhenrausch. Zunächst befreite er sich von seinen Vormündern. Seneca schmiss er raus, den Präfekten Burrus ließ er töten. Dann war seine Mutter dran, »Herrlichste aller Mütter«, offizieller Titel, denn sie wollte unvorsichtigerweise an Macht ernten, was sie gesät hatte, und schließlich war seine Gemahlin an der Reihe, die sanfte Claudius-Tochter, die er vorsichtshalber geheiratet hatte. Beide Frauen gingen sehenden Auges und gefasst in den Tod. Nero heiratete die bildhübsche, aber schrecklich ordinäre Poppea, deren Gatte Otto, bisher sein Kumpan, nach Portugal abgeschoben wurde. Poppea starb später unter den Fußtritten, die Nero in einem Wutanfall der Hochschwangeren in den Bauch versetzte. Die Stationen folgen jetzt rasch aufeinander. 64 nach Christus, Brand Roms, zwei Drittel der Stadt in Schutt und Asche. Das Volk bezichtigte den verrückten Tyrannen der Brandstiftung, wahrscheinlich zu Unrecht, und Nero lenkte in heller Angst, er war unbeschreiblich feige den Verdacht auf eine Sekte, die sich in letzter Zeit in Rom ausgebreitet hatte und sich Christen nannte. Es waren jene Leute, die sich, wie man hörte, zu einem gewissen Jesus von Nazareth bekannten. Sobald man ihrer habhaft werden konnte, wurden sie verhaftet und zu Tode gemartert. Die heroische Urgemeinde bestand ihre erste Märtyrerprobe. 65 scheiterte ein Anschlag gegen Nero. Die geschwätzigen Verschwörer büßten es mit dem Tode. Auch Seneca. Im gleichen Jahre begann Nero mit dem Bau eines goldenen Palastes für sich. Der Staatshaushalt geriet an den Rand des Bankrotts. 66 reiste Nero nach dem Osten, dem Land seiner Träume, um sich als größter Dichter und Sänger aller Zeiten feiern zu lassen. Bei dieser Gelegenheit entließ er Griechenland aus dem römischen Staatsverband. Hier verstanden die Generäle nun keinen Spaß mehr. 67 erhoben sich die Legionen gegen ihn, zuerst die Spanischen unter ihrem greisen General Galba aus dem altpatrizischen Geschlecht der Sulpizier. Der Aufstand griff wie ein Lauffeuer um sich. 68 schwenkten auch die Prätorianer, um ihre edle Haut zu retten, um. Der Senat nahm daraufhin all seinen kümmerlichen Mut zusammen und erklärte Nero für abgesetzt und vogelfrei. Angesichts einer Kompanie Soldaten, die ihn gestellt hatten, Beging Nero vollständig wirr und entnervt Selbstmord. So endete der Letzte des mörderischen julisch-claudischen Hauses. Die Ähnlichkeit mit Caligula drängt sich auf, aber sie ist in Wahrheit nicht groß. Heute weiß man, dass Nero, im Gegensatz zu dem Verbrecher Caligula, ein infantiler Paranoiker war. Nero lebte in einem albernen, für die Umwelt nur bedingt gefährlichen Kinderwahn. Die Wahrheit ist, dass er ohne die Möglichkeiten der Macht nichts weiter als ein Don Quixote, eine lächerliche, vielleicht gelegentlich rabiate Figur eines verkannten Genies geworden wäre. Vieles deutet darauf hin, dass er wirklich ein begabter Künstler war. Friede seiner Asche, Tod seinen Kreaturen. Die Kreaturen mussten nun hurtig umsteigen. Und wir wollen ihnen folgen, um anhand dieses Jahres 68, 69 einmal zu sehen, in welches Boot wir klettern müssen, um im Richtigen zu sitzen. Denn das ist das Lebensziel einer echten Kreatur. Wir wollen dazu ein Lexikon zu Rate ziehen, weil Lexika so schön kurz sind. Nero war tot. Die Truppen riefen den 70-jährigen Galba zum ersten wahren Soldatenkaiser aus. Also an Galba müssen wir uns halten. Schlagen wir nach. Im Juni 68 als Kaiser anerkannt. Da sich Otho zurückgesetzt fühlte, entfesselte er im Januar 69 einen Prätorianeraufstand, bei dem Galba ermordet wurde. Galba war das falsche Boot. Also an Otho müssen wir uns halten. Schlagen wir nach. Otho, ehemals Neros Vertrauter und erster Gatte der Poppea, ließ Galba erschlagen und sich zum Kaiser ausrufen. Unter dem Druck der Prätorianer anerkannte ihn der Senat. Im April 69 unterlag er in einem Kampf bei Cremona den Truppen des Vitellius, des Oberbefehlshabers der Germanenlegionen und tötete sich. Fort mit Otto. Wer hätte das gedacht? An Vitellius müssen wir uns halten, schlagen wir nach. Vitellius aus vornehmem Geschlecht verbrachte seine Jugend am Hofe von Tiberius. Als er Otho, den er als Empörer betrachtete, geschlagen hatte, erhob ihn seine Armee zum Kaiser. Der Senat bestätigte ihn. Da er seinen Soldaten aber jede Freiheit zu Gewalttaten und Plünderungen ließ, rief Rom den Befehlshaber der kleinasiatischen Legionen Vespasian zu Hilfe. Es kam im Dezember 69 zu einer Schlacht, Rom wurde gestürmt, Kaiser Vitellius gefangen und getötet. Vitellius war das falsche Boot, wir müssen zum vierten Mal umsteigen. Wie heißt der neue Mann? Vespasian? Kommen Sie noch mit? Die Römer kamen es spielend. Die Gesellschaft war so verrottet, dass ihr die Erniedrigung des Kaisertums zu einer Art Gladiatorenausscheidungskampf kaum zum Bewusstsein kam. Das einfache Volk von Rom merkte nicht viel von der Unsicherheit des Lebens, und die gehobene Gesellschaft jobbte an der großen Börse eine neue Art zu leben. Swing high, swing low. Wie lange lag die Virtus zurück? Wie lange die Furier, die Fabier, die Scipionen? Zweitausend Jahre? Patrizier, Plebejer, Marius, Zinna, Bürgerkämpfe, Revolutionen? Revolutionen, ja wofür denn? Rechts, links? Vokabeln aus der Steinzeit. Sozialismus, Volksherrschaft? Andere Worte für das Volk vernebeln, es in Trab halten, benutzen. Ideologie? Marschmusik der Urgroßväter. Wofür? War es wirklich erst hundert Jahre her, dass Cäsar nicht gewagt hatte, konservativ zu scheinen? Eine völlige Taubheit war ausgebrochen für alles, was noch bis zu Cäsar einen Teil der Gedanken bei Tag und bei Nacht ausgemacht und die Unwiderstehlichkeit von Sirenentönen gehabt hatte. Rom war unansprechbar geworden für die abgenutzte, malträtierte Parteipolitik, für Kampf und Aufruhr. Man hatte es ihm gründlich verleidet. Ja, es wusste nicht einmal mehr, was das war. Demagogien setzen ein Kollektivleben mit Kollektivinteressen voraus. Das gab es nicht mehr. Es gab nur noch Individualleben. Man strebte einzeln, man plante einzeln, man hoffte einzeln, man spielte sein Los einzeln. Die Zusammenrottungen fanden nur noch im Bett und im Zirkus statt. Was waren die Kaiser anderes als nicht mehr wegzudenkende Gewinnauszahler? Faites votre jeu! Wer wünschte die Schließung des riesigen Spielkasinos? Niemand. Den Ernst des Lebens gab es noch. Er lag außerhalb der Stadtmauern. Rom war ein Parasit des Imperiums geworden. Faites votre jeu für die Gesellschaft, panem et circenses für die Masse. Mit Vespasian hatte sich ein ehrlicher Croupier an den Tisch gesetzt. Er zahlte aus, aber er strich auch eisern ein. Nero hatte den Fiskus ruiniert, Vitellius den Rest vergeudet. Vespasian fing mit Null an. Er scheute sich nicht auch vom kleinen Mann zu kassieren. Da er es aber mit bäuerlicher Verschmitztheit tat und sich verrückte Dinge einfallen ließ, lachte das Volk und zog das Beutelchen. Vespasian war es, der zum ersten Mal von jedem, der zum Pippimachen eine der öffentlichen Zellen benutzte, Eintrittsgeld verlangte. Als sein Sohn Titus errötend, aber Papa sagte, antwortete der Alte ihm mit einem Wort, das berühmt werden sollte: Non olet, Geld stinkt nicht. Die Alexandriner nannten ihn das Groschengrab. Sobald die Kasse wieder stimmte, zeigte er sich generös. Das goldene Haus Neros ließ er einreißen. An seine Stelle baute er für das Volk das größte Amphitheater der Welt, das Kolosseum. Er ließ die niedergebrannte Stadt wieder aufbauen, unterstützte die schwer Betroffenen, schaffte den Luxus der Hofhaltung ab, verklopfte die angehäuften Preziosen seiner Vorgänger und stopfte so peu à peu 40 Milliarden Sesterzen in den Staat und das Volk. Vor dem Senat als Einrichtung zeigte er eine erstaunliche Achtung. Er wünschte sogar dessen Vergrößerung auf tausend Mitglieder, die er aus den Provinzen heranzog, um frisches Blut und neue Gedanken einzuführen. Er war ein schlauer Kerl. Wer seine naturalistische Büste in der Kopenhagener Glyptothek gesehen hat, diesen von tausend Ackerfurchen durchzogenen Kopf, durchschaut ihn mit einem Blick. Ein bauernschlauer Alter, geradlinig, unzugänglich der Schmeichelei, unempfindlich gegen Tadel, ohne jede Eitelkeit, ein Frühaufsteher und Schwarzbrotesser. Nicht ungebildet, aber amusisch. Bei der Vorstellung, der mal einst ein Gott zu werden, konnte er sich kaum das Lachen verbeißen. Ein kerngesunder Mann. Solche Gestalten findet man auch heute noch. Sie sind in der ersten Generation Bauer, in der zweiten Reifeisenvorsitzender und in der dritten Generation Präsident der Dresdner Bank. T. Flavius Vespasianus stammte vom Lande aus dem Sabinischen. Sein Vater hatte sich bereits zu einem Kleinstadtbankier heraufgearbeitet. Der Sohn schlug die Verwaltungs- und dann die Militärlaufbahn ein. Unter Nero, an dessen Freundchen er sich übrigens nie gerecht hat, wurde er General. Nicht, weil er dem Kaiser so sympathisch war. Im Gegenteil, Vespasian war der Einzige, der es wagte, bei einem Gesangsabend Neros einzuschlafen und zu schnarchen. Seine Unbefangenheit war entwaffnend. Nero weinte fast. Er warf ihn hinaus, aber er machte ihn zum Feldmarschall. Im Juni 79 im Alter von 69 Jahren starb Vespasian. Er ließ sich in seiner letzten Minute vom Lager heben und auf die Beine stellen. Ein Kaiser muss stehend sterben, sagte er, und hielt aus, bis er tot war. Ein Bauer, der hinter dem Pflug sterben wollte. Wozu das? Ja, wozu? so fragen Krämerseelen. Wenn zu nichts anderem, dann für seine Söhne. Vielleicht, um ihnen eine Erinnerung zu hinterlassen, die gepfeffert war. Beide hatten es nötig, vor allem der Ältere, Titus, dem das Volk mit Hangen und Bangen entgegensah. Titus war damals vierzig Jahre alt, ein großer, massiger Mann, dem man die Lebenslust, das Genießen, Essen, Trinken und Lieben ansah. Er war kein Weichling, er schlief unter einer Decke im Lager genauso gut wie auf dem Palatin, er brauchte zwei Tage nichts zu essen, er ritt fünfzig Kilometer in einem Sitz, er konnte auf Frauen pfeifen und sich tagelang in die Vorbereitung einer Schlacht vergraben. Als sein Vater nach Rom ging, hatte er ihm in Kleinasien die Legionen übergeben und eine abscheuliche Aufgabe dazu, die Niederwerfung des großen Judenaufstandes. Die Juden, seit jeher eines der militantesten Völker und Assimilationsfremd, hatten die Erhebung gegen Rom gewagt und mit der Niedermetzelung der Garnison von Jerusalem ein Ausrufungszeichen dahinter gesetzt, das bei der Allmacht der Römer selbstmörderisch war. Der Aufstand war mehr als verständlich, die Römer saugten das Land bis aufs Blut aus, Jerusalem mit seinen zyklopischen Mauern widerstand Titus ein halbes Jahr, dann schleiften die Römer die Stadt und plünderten sie total aus. Ein grober, unangenehmer Militärknoten dieser Titus, aber zuverlässig wie eine D War eine Aufgabe, zu der ihn sein Vater bloß mit dem kleinen Finger zu winken brauchte, erledigt, so verwandelte sich Titus in ein Nilpferd. Er sielte sich in allem, was seine dampfende Vitalität befriedigte. Er war auch reich an ausgefallenen Ideen. Die letzte, mit der er seinen Vater überraschte, war sein Wunsch, Königin Berenike zu heiraten. Vespasian schlug das meyersche Lexikon nach und las Berenike, Tochter des jüdischen Königs Herodes Agrippa I., Gemahlin ihres Oheims Herodes von Chalkis, dann Geliebte ihres Bruders, dazwischen Gemahlin des Königs Polemon von Kilikien, Geliebte des Titus. Vespasian winkte milde ab und empfahl seinem Sohn, irgendeine andere Jüdin als Geliebte mitzunehmen. Das tat das Nilpferd. Ganz Rom kannte diese Geschichten und fühlte sich höchst unwohl bei dem Gedanken, Titus würde der neue Kaiser werden. Nun war er es. Und die Römer trauten ihren Augen nicht. Ein maßvoller, disziplinierter, unermüdlich freundlicher Mann stand vor ihnen, der niemals schimpfte, niemals fluchte, jeden anhörte. Der als erster seit Augustus ausgiebig und ohne jeden Schutz durch Rom spazierte, um es sich einmal bei Tage anzusehen, wozu er zuvor nur des Nachts Gelegenheit gehabt hatte. Ein gerechter Mann. Es ist, dachten die Römer, zum Verrückt werden, wie man sich irren kann. War dies ein neuer Augustus, ein dicker? Natürlich war er kein Augustus, dazu war er zu unbedarft. Wahrscheinlich war er ein neuer Vespasian, dessen Jugend wir ja nicht kennen. Die Römer waren so entzückt von der angenehmen Überraschung, dass sie ihn Amor et Deliciae, ihre Liebe und reine Freude, nannten. Seine Fürsorge zu erleben, hatten sie sehr bald Gelegenheit. Er war genau zwei Monate an der Regierung, als sich die größte Naturkatastrophe der römischen Geschichte ereignete. Am 24. August 79 brach der Vesuv aus und verschüttete Pompeji, Herculaneum und Stabiae, drei blühende Städte, darunter den Stolz und das Kleinod der Römer, Pompeji. Ein Ereignis, das inzwischen legendär geworden ist. Unendlich viele Geschichten ranken sich darum. Wie war es wirklich? Der Vesuv, der schöne, friedliche, bis zum Gipfel begrünte und bewaldete Berg, gab nach tausendjähriger Ruhe die erste Vorwarnung im Jahre 62 mit einem plötzlichen starken Erdbeben. Die Geschichtsschreibung erwähnt es selten, in Wahrheit war bereits dieser Vorbote eine Katastrophe. Hilfe vom Staat war nicht zu erwarten, Nero hatte kein Geld. Die reichen Römer, die in dem bevorzugten Luftkurort ihre Winterresidenzen hatten, ließen ihre eigenen Villen zunächst im Schutt liegen, um zuvor die Werkstätten und Läden aufbauen zu helfen. Es dauerte Jahre, bis die Spuren des Erdbebens beseitigt waren. Die Villen wurden jetzt prächtiger als zuvor restauriert, die damals schon berühmten Wandgemälde und Mosaiken ausgebessert, neue geschaffen. Dies alles vertrauend und dankbar, dass das Unheil, das man mit dem grünen Berg nicht in Zusammenhang brachte, vorüber war. Der Ausbruch des tückischen Riesen am 24. August 79 nach Christus überraschte Pompeji vollständig, überraschte die ganze Kampania. Plinius Minor, damals 17 Jahre alt, später berühmt durch seinen Briefwechsel mit Kaiser Trajan, hat in zwei Briefen an Tacitus den Hergang berichtet. Der 24. August versprach ein schöner Tag zu werden, sonnig und heiß wie die vorausgegangenen. Den ganzen Vormittag wehte ein leichter Wind aus Nord-Nordwest. Herzlich uninteressant, nicht wahr? Ja, an diesem Tage aber von furchtbaren Folgen Wäre der Wind von Osten gekommen, so würde die Katastrophe über dem Meer niedergegangen sein, und die Pompeianer hätten das grausige Schauspiel aus der Ferne, von der Stadtmauer und von den Feldern beobachten können. Aber der Wind stand auf Pompeji. Gegen ein Uhr mittags erschütterte ein leichter Erdstoß die Häuser, die Menschen liefen erschrocken auf die Straße und sahen zu ihrem Entsetzen, dass sich der Vesuv mit einer Feuergarbe geöffnet hatte und eine riesige Rauchsäule ausstieß, die in großer Höhe zu einem Atompilz explodierte. Neue Beben und ununterbrochene Ausbrüche schwefelgelber Qualmwolken riefen jetzt Panik hervor, es war wie der Weltuntergang. Der Rauchpilz bedeckte schon den ganzen Himmel und senkte sich langsam auf die Erde nieder. Es wurde dunkel wie bei einer Sonnenfinsternis, die Luft roch giftig und machte das Atmen zur Qual. Ein Staubregen begann niederzurieseln, und dann prasselten Bimssteine wie Hagel herunter, um wieder mit einem dicken Ascheregen abzuwechseln. Die Schichten zeichnen sich noch heute ab. Die Menschen warfen sich auf die Pferde oder rissen die Wagen heraus zur Flucht. Andere rannten in die Häuser zurück, um sich vor dem heißen Ascheregen und der Pestluft zu schützen, oder weil sie noch ihr Hab und Gut holen wollten. Sie haben es mit dem Leben bezahlt. Der tonnenschwere Steinhagel drückte die Dächer und Decken ein und begrub sie unter sich. Es werden etwa zweitausend Tote gewesen sein, andere Zahlen sind übertrieben. Bei den Ausgrabungen hat man viele von ihnen als Mumien in der sechs Meter hohen Asche wiedergefunden, so wie sie erstickt oder verschüttet worden waren, die Arme schützend über den Kopf gehoben, unter eine Treppe gekauert, noch eine Preziose in der Hand. Es wurde stockdunkle Nacht. Mit Fackeln bahnte man sich den Weg auf das freie Feld. Das gelang, denn kein einziger flüssiger Lavastrom hat die Stadt erreicht. Der Vulkanausbruch dauerte zwei Tage und zwei Nächte. Dann erst kam die Sonne wieder durch. Pompeji und Herculaneum waren verschwunden. Ein ödes Steinfeld, kahl wie eine Wüste, zog sich bis zum Vesuv hin. Auch der Berg war nicht wieder zu erkennen. Kein Fleck Grün mehr. Die Hänge zerklüftet. Der riesige Kegel, ein einziger Lavablock. Ein Anblick. Nie zuvor gesehen, grausig. Titus sandte Hilfskorps unter Führung eines Konsularen hinunter, ließ Lebensmittel, Kleidung, Geld verteilen und Unterkünfte errichten, bis die Umsiedlung der Überlebenden, circa 15.000, in die Wege geleitet werden konnte. Stabiae nur halb zerstört, kehrte mühsam zum Leben zurück. Pompeji und Herculaneum blieben tot, begraben, verschwunden. Im Mittelalter waren sie fast nur noch eine Sage. 1700 Jahre lang ruhte Pompeji unter der Erde. Heute ist bis auf wenige Teile alles ausgegraben und eine Wanderung durch die Straßen ist schöner als ein Gang über das römische Forum, erschütternder und melancholischer. Man geht über die alten Quadern der Bürgersteige überquert wie einst in der Antike die Fahrbahnen auf den zwei erhöhten Steinen, die die Radspuren freilassen, aber vor den entlangschälenden Regenwassern schützen, man sieht noch die Sperrsteine am Eingang der Gassen, die zum Pompeianischen Forum führten, rechts und links ragen die Hausmauern als Ruinen in die Höhe, bekritzelt mit Kinderzeichnungen oder noch beschriftet mit Wahlparolen, überall stehen die Säulen noch, die Stadtmauern mit ihren Türmen sind noch da, die Gewölbe der Weinkeller, die Öfen der Bäckereien, die Kornmühlen, die Steintische der Schenken, die herrlichen Peristyle der vornehmen Villen mit ihren Fresken, den Brunnen, Fischteichen, Hausgeräten und intimen Dingen, das Amphitheater mit seinen Sitzrängen, die verschachtelten Thermen, ja sogar die Liebeskämmerchen der städtischen Lupanare. Es stehen noch die Giebel der Markthalle, die Mauerreste der Industrie und Handelskammer, des Finanzamtes, der Sporthallen, der Gladiatorenkaserne und des Augusteischen Theaters, das 5000 Personen fasste und mit einem Zeltdach überdeckt werden konnte. Tröstlich ist das Grün, das überall wieder zum Leben erwacht ist. Hohe Zypressen, Pinien, Palmen, Sträucher und Blumen stehen zwischen den Ruinen, zeugen der ewigen Wiedergeburt des Lebens. Wunderschön sind einige Villen, die der Spaten ans Tageslicht gebracht hat. Das Haus der Wettier ist mit seinem herrlichen Innengarten voller Blumen, Plastiken, Springbrunnen und Vasen ein Idyll. Die sogenannte Villa des Faun, nach der Plastik im Peristyl benannt, ist heute noch ein südländisches Märchen. Vielleicht war es die sagenhafte Villa des Mäzeners. Vor den Toren der Stadt lagen das Landhaus des Cicero und ein Sommerpalast, der nach dem Thema seiner kostbaren leuchtenden Wandmalereien den Namen Villa der Mysterien trägt, aber wahrscheinlich Haus der Julia heißen müsste. Man hat in ihm eine große Statue der Livia, Gemahlin des Augustus, und einen entzückenden Marmorkopf des Marcellus, des jugendlichen ersten Gatten der Julia, gefunden. Im Garten, der noch voller Rosenwurzeln war. Wie fremd und wunderlich das ist, dass immerfort in jeder Nacht der leise Brunnen weiter fließt, von Ahornschatten kühl bewacht. Und immer wieder wie ein Duft der Mondschein auf den Giebeln liegt und durch die kühle, dunkle Luft die leichte Schar der Wolken fliegt. Die Verse stammen von Hermann Hesse. Noch ein zweites Unheil traf den guten Kaiser Titus. Eine Feuersbrunst zerstörte zum zweiten Mal einen Teil Roms, vernichtete das Kapitol und das Pantheon Agrippas und konnte erst nach drei Tagen gelöscht werden. Die Obdachlosen zählten zu Zehntausenden, Kranke und Verwundete lagen auf den Straßen, Seuchen brachen aus. Eine Katastrophe, die Pompeji vergessen ließ. Titus mitten im Volk stehend tröstete, beruhigte, half. Die Liebe und reine Freude des Volkes blieb den Römern im Gegensatz zu den bösen Kaisern, die ein zähes Leben zu haben scheinen, nur drei Jahre erhalten. Auf einer Reise in seine sabinische Heimat packte ihn das Fieber der römischen Seuche und warf ihn in dem Haus seiner Vorfahren, in dem er eingekehrt war, nieder. Der riesige, starke Mann, der abgehärtete, bullige Soldat, blieb diesmal nicht Sieger. An den Iden des September 81 nach Christus starb Titus in der Blüte seiner Mannesjahre. Das Volk trauerte wie um einen Vater und Bruder. Es hat ihn nie vergessen. Ein drittes Mal nach Augustus und Titus wiederholte sich das Wunder der Metamorphose nicht. Die Römer hofften vergeblich auf Domitian, der jetzt den Thron bestieg. Er war zwölf Jahre jünger als sein Bruder Titus, er sah ihm ähnlich, war aber ein ganz anderer Charakter, Ehrgeiz zerfressen von Jugend an, ärgerlich auf den jovialen Vater, neidisch auf den erstgeborenen Bruder, junkerhaft hochfahrend, krankhaft stolz. Er war der Typ des blinden Reaktionärs. Alle Fortschrittler sind dankbar, dass es ihn gibt, weil er sich so wunderbar als Schreckgespenst verwenden lässt. In Wahrheit ist er nur der Beweis für den Unterschied von Reaktionär und Konservativ. Er war kein Dummkopf. Die Flavier waren es alle nicht. Seine außenpolitischen Maßnahmen waren sehr gut und manche innenpolitische auch. Er erließ ein Gesetz, das jeden unbescholtenen Bürger vor Diffamierung und Verunglimpfung durch die Asphaltliteraten schützte. Er griff bei Fällen von Unzucht der Vestalinnen, die Fälle häuften sich, unerbittlich durch. Er ordnete Prozesse gegen parteiische und ungerechte Beamte an. Aber froh wurde dieser Dinge niemand, weil Domitian auf der anderen Seite von einer geradezu hysterischen Empfindlichkeit war. Niemand wußte es ihm recht zu machen. Die Maxime des Verhaltens ruhte allein in der Brust des Kaisers. Er glaubte stets gerecht zu sein, wobei er vergaß, die Grundsätze klar zu machen. Seine Wege waren mindestens ebenso unerforschlich wie die sprichwörtlichen Wege Gottes. Er selbst hätte das durchaus logisch gefunden, denn er ließ sich Dominus und Deus ansprechen. Eine Ungeheuerlichkeit für die Römer. Sie hatten noch nicht vergessen, dass Dominus einst. Besitzer geheißen hatte. Erstklassig war seine Militärpolitik. Ich meine also nicht die Erfolge des Heeres in Britannien, Germanien, Dakien, ca. heutiges Rumänien, sondern die außerordentlich kluge Auswertung. Er rief seinen Feldherrn aus Britannien zurück, sobald eine Linie erreicht war, die die größte Sicherheit bot. Er begnügte sich bei dem Vorstoß in Württemberg, als er die Verbindung von Main und Oberdonau durch einen Limes sichern konnte. Und mit den Dakern schloss er sofort Frieden, als er sah, dass er, übrigens er persönlich als Feldherr, nicht durchkam. Es war ein seltsames Gemisch von vernünftig und unvernünftig, von harmlos und bedrückend. Er war ein Anachronismus. Eine große Veränderung ging in ihm vor, als im Jahre 89 die Rheinarmee gegen ihn revoltierte. Der Grund war ziemlich läppisch. Man protestierte nach dem schmachvollen Dakerfrieden gegen ihn als obersten Befehlshaber. Argwohn gegen seine Umgebung erwachte. Er begann alle, auch seine Familie, mit anderen Augen, mit den Augen des bedrohten Tieres zu sehen. Die Wechselwirkung blieb nicht aus. Es wisperte und flüsterte bald wirklich überall. Um das Jahr 90, 91 war Domitian bereits so weit, dass er an Verfolgungswahn litt. Den Keim einer Verschwörung rottete er blutig aus. Auch Juden und Christen fielen dem Wahn zum Opfer. Als er einen neuen Anschlag auf sein Leben entdeckt zu haben glaubte oder wirklich entdeckt hatte, räumte er mit der Blindheit eines Gehetzten auch unter seinen Getreuen auf. Er war nicht mehr wiederzuerkennen. Auch Rom, Senat, Hof und Offizierschor war nicht mehr wiederzuerkennen. Alles schwebte in Angst. Als sich Anzeichen bemerkbar machten, dass Domitian sogar seiner Frau misstraute, zu Unrecht, und als allmählich klar wurde, dass es auch ihr an den Hals gehen würde, da versuchte sie sich zu retten, indem sie das tat, was der Verfolgungswahnsinnige ihr zutraute. Sie verbündete sich mit einer Gruppe von Verschwörern und öffnete die Tür einem Mörder, der den Kaiser erdolchte. September 96. Das Ende des letzten Flavias. Im sechzehnten Kapitel werden wir eine lehrreiche Entdeckung machen. Rom erlebt hintereinander fünf gute Kaiser, von Nerva bis Mark Aurel, aber es zeigt darüber nicht ein bisschen Freude. Die Stadt, inzwischen ein wahres Chicago, ist ein undankbarer, genußsüchtiger Parasit des Reiches geworden. Unter dem Deckmantel Macht Liebe nicht Krieg entzieht sie sich allen Pflichten und jeder Selbstdisziplin. Und da die aufstrebenden Völker auf dieser Erde stets den Krieg der Liebe vorziehen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann Rom ausgelöscht wird. Wie geht es eigentlich der Tante in Tarentum und dem Onkel in Verona? Oder ist das nicht römische Geschichte? Der Tante geht es gut, sie hat in der Straße des Neptun immer noch den kleinen Laden für Wolle, den seit dem Tod ihres Mannes ein alter Sklave führt. Ein netter, freundlicher Sklave, ein bisschen wackelig und deshalb war er billig. Andererseits ist er unschätzbar nützlich, denn in seinen besseren Tagen war er Nomenklator gewesen, kennt also heute noch halb Tarentum von Namen und Angesicht. Wohnen tut die Tante in einer Neubauwohnung am Zubringer zur Via Appia. Das Leben geht halt so dahin, ruhig und ungestört. Von Rom merkt man gar nichts. Der Freundeskreis schmilzt zusammen. Die neue Generation ist in ihrem Geldraffen, in ihrem Managertum und in ihrer Sittenfreiheit fremd geworden. Zu den Zirkusspielen geht sie nie, ins Theater, wo immer ein fürchterliches Gedränge herrscht, nur noch selten. Man spielt heutzutage lauter Blödsinn. In ihrer Jugend, damals unter Kaiser Nero, Gott, was waren das für schöne Aufführungen und Konzerte. Nero soll ja viel Unrecht getan haben, das kann schon sein aber er war bestimmt ein feinsinniger mensch sie hat ihn einmal gesehen nicht als sänger sondern als wagenlenker ein imposanter mann sehr fesch damals waren alle mädchen in ihn verliebt wie er da mit dem goldenen lorbeer im haar an den tribünen vorbeibrauste er wurde sechster aber die richter erklärten ihm zum sieger tante weiß nicht mehr warum aber sie ist heute noch sehr einverstanden na ja aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immer dar. O oh, wie liegt so weit, o oh, wie liegt so weit, was mein, was mein einst war. Ein Neffe ist nach Rom gegangen, er ist Fachmann für Aquädukte. Solche Leute sind gesucht, er hat schon eine städtische Anstellung. Der andere Neffe ist in Athen und studiert Philosophie. Hoffentlich ist das nicht eine brotlose Kunst. Die Kaiser mögen die Philosophen nicht. Domitian, Gott hab ihn selig, er soll auch viel Unrecht getan haben, hat gesagt, die Philosophen seien Schwätzer, die alles in der Welt in Frage stellen und dem Volk den Kopf verwirren. Aber es ist ja jetzt Mode, alles zu zerschwatzen. Na ja, für den Rest ihres Lebens wird die Welt ja wohl noch halten, und der Laden geht ganz gut. Und wenn die Kräuterbäder das Rheuma etwas bessern, ist sie zufrieden. Nächsten Ersten will sie sich das Hühnerauge rausschneiden lassen. Onkel in Verona geht es auch gut. Viel besser sogar. Er ist 46. Reserveleutnant. Das war früher was. Heute braucht der Kaiser keine Reserve mehr. Aber Schwert und kurzer Schild an der Wand machen immer noch Eindruck. Couleur sozusagen. Vor allem, wenn seine Weinbauern mal hereinkommen, wissen sie gleich, was es geschlagen hat. Onkel besitzt die Weinhügel nördlich von Verona am Mons Lessinus. Der Valpolicella ist seiner. Onkel hat vierzig Arbeiter auf den Feldern, alles Euganea, gute Leute. Na, nun sind sie ja auch römische Bürger, und man muss sie mit Samthandschuhen anfassen. Aller Unsinn kommt aus Rom. Das kostet den Kaiser einen Federstrich und den Onkel zehn Prozent Lohnerhöhung. Aber die Leute werden noch Gott den Herrn erkennen lernen, wenn die Entlassungen kommen. Auch Onkel wird nicht drumrum kommen, seit Domitian die Beschränkung des Weinbaus wegen Überproduktion befohlen hat. Na, vielleicht kann er die Leute auf den Obstplantagen seines Schwagers unterbringen. Also wirklich nur Unsinn aus Rom. Anstatt eine größere Garnison nach Verona zu legen, damit überhaupt etwas Leben in die Stadt kommt. Vorher hat es doch gar keinen Sinn, das Amphitheater, von dem sie seit Jahren reden, zu bauen. Man spricht von 25.000 Plätzen. Verona hat ja kaum mehr Einwohner mit Kind und Kegel. Dieses Geldverpulvern ist typisch für die Kaiser. Onkel ist Eques und Republikaner, alte Tradition. Er sagt immer, so viel Unfug wie ein Einzelner können viele gar nicht machen. Unter Titus sagte er das ungeniert laut, aber in den letzten Jahren, Rom hat lange Ohren. Na, nun ist Domitian ja tot. War kein schlechter Mann, ehe er in jeder Ecke Gespenster sah. Wer weiß, was jetzt kommt. Bin 200 Jahre zu spät geboren, sagt Onkel immer. Und Markus, sechzehn Jahre, sein zweiter Junge, lacht dann, holt aus seinen Schulbüchern den Plutarch heraus, schlägt das Kapitel Marius auf und sagt, das wäre es etwa damals gewesen, Vater. Die Jungen sind alle monarchistisch. Seltsam. Genauso Gnaeus, der schon Hauptmann in Colonia Agrippina am schönen Rhein ist. Sie wollen von Politik nichts mehr wissen. Der Staat, so wie er ist, genügt ihnen. Sie wollen Ruhe und ihr Leben genießen. Gnaeus schreibt interessante Briefe aus Colonia Agrippina. Onkel hat da immer noch so eine Art Feldlager vor Augen gehabt, aber es ist ja eine richtige Stadt geworden. Gnaeus schreibt, sie sei viel größer als Verona und der Rhein sei eine Wucht. Häuser wie in Verona, zwei- und dreistöckig, Ladenstraßen, Tempel in Massen, Arena, Forum, Casinos, Puffs, alles da. Na ja, die leben von ihrem Sold ganz gut, und Todeskommandos sind das alles nicht mehr. Eigentlich schön, dass das Imperium so fest dasteht. Es lebt sich gut, wir wollen mal der Wahrheit die Ehre geben. Es lebt sich sehr anständig, auch in Verona. Onkel bewohnt ein großes Gartenhaus mit zwei Sklavenfamilien, zwei Mägden, einem Inspektor, einem Buchhalter. Das sind mit ihm, Tante, zwei Schwiegereltern und Markus vierzehn Gestalten. Onkel hat seine Bibliothek, sein Spielzimmer, seinen Tierzwinger, seine drei Pferde, den Reisewagen, die kleine Kutsche, die zwei Sänften. Da ist der Hausarzt mit seinen ewigen Besuchen, da geht man ins Theater, da geht man zu einer Dichterlesung, da lädt man zum Abendessen, da fährt man im heißen August in die Berge, im Frühling auch mal nach Bononia oder gar nach Rom, von wo man eigentlich immer enttäuscht zurückkehrt. Eine verrottete Stadt dass sie nicht nackt auf den straßen rumlaufen ist ein wunder gibt es da überhaupt noch eine ehe die in ordnung ist na ja verona ist nicht rom es lebt sich hier schon recht gut und wenn nicht diese miserablen zähne wären dann lebte es sich noch viel ungestörter diese zähne vor allem unten daß die gottverdammten ärzte immer noch nicht weiter sind entweder hilft kamille und mürre oder sie reißen sie raus aber es muß doch möglich sein, am Zahn selbst was zu machen. Onkel mag die Ärzte nicht. Als ihm sein Arzt einmal bei einer lebensgefährlichen Erkrankung sagte, er müsse Vertrauen haben, denn er habe ja auch zum Kapitän eines Schiffes Vertrauen, hat Onkel ihm geantwortet, ja, der ist aber auch mit drauf auf dem Kahn. Dabei ist Onkel nicht etwa ein Zyniker, wie es heute Mode ist, das soll nur niemand glauben. Onkel ist herzensgut, er hasst alle blutigen Spiele und diese rohen Sachen, die immer mehr ausarten, je mehr Pöbel hinrennt. Er liebt den stillen Horaz, und sein Wahlspruch ist »Sig Hortum cum Bibliotheca habis nihil derit«. Zu seinem vierzigsten Geburtstag hat er sich zehn Kirschbäume geleistet. In Puteoli, da wo früher mal das Landhaus des Lucullus stand, ist eine Baumschule, aber sündteuer. Und die Fracht! 22 Tage unterwegs. Sie stehen wunderbar, und im nächsten Jahr werden sie zum ersten Mal Kirschen tragen. Man stelle sich vor, Kirschen. Dann wird Onkel ein kleines Vollmondfest geben und eine Bohle brauen. Ach verdammt, kann er ja gar nicht. Die Bohle ist noch nicht erfunden. Es gab noch keinen Zucker. Wie staunte Onkel, als die Nachricht aus Rom kam, wer neuer Kaiser geworden war? Der alte Republikaner hätte die Kunde eigentlich mit einer gewissen Genugtuung aufnehmen müssen denn der neue Imperator besaß alles andere als das Ehr eines Monarchen er fühlte sich auch nur als eine art alterspräsident aber onkel war unbegreiflicherweise ebenso wenig glücklich wie das ganze land eine krone ohne glanz fühlte er ist noch ärgerlicher als eine krone an sich schon Tatsächlich vollzog sich die Thronbesteigung unter absurden Gesichtspunkten, und es stünde gerade den modernen Geschichtsbüchern gut an, etwas mehr verwundert zu sein, als sie es sind. Es ist der Augenblick, wo die Monarchie selbst den dynastischen Gedanken tötet und etwas anderes als Prinzip erfindet. Wichtig genug zum Staunen, denn es hat sich nie mehr in der Weltgeschichte wiederholt. Der neue Herr der Welt hieß Nerva. Und er war seines Zeichens ein harmloser Senator, der bis zu diesem Tage als braver Beamter allmorgendlich zur Kuria gewandert war, den Sekretär mit dem unerledigten Aktenstoß hinter sich und am rechten Zeigefinger noch etwas tinte. Er stammte aus einer Juristenfamilie und war zu diesem Zeitpunkt etwa 67 oder achtundsechzig Jahre alt. Er hätte sich niemals träumen lassen, mehr als Konsul zu werden, was er übrigens schon zweimal gewesen war, nämlich im Jahre 71. Unter Vespasian, da war ein Konsulat noch was, und im Jahre 90 unter Domitian. Noch nie im Leben hatte er so viel gekatzbuckelt wie damals. Jawohl, Euer Göttlichkeit, zu Befehl, mein Gebieter. In dieser Rolle hatte ihn ganz Rom gesehen. Gewiß, auch Claudius war der Hofnarr Caligulas gewesen, aber immer von Geblüt. Nerva hatte kein Geblüt. Für die Patrizier war er ein x-beliebiger Plebejer. Für die Steinreichen war er ein Bürohintern, für den Senat der alte Kollege. Und nun war er Marcus Cocceius Nerva Cäsar Augustus. Zum Verrücktwerden. Aber er wurde nicht verrückt, er veränderte sich überhaupt nicht. Als die Gemahlin Domitians damals Kontakt mit einer Verschwörergruppe aufgenommen hatte, war der Senat durch Vertrauensleute davon verständigt und in der Hoffnung bestärkt worden, dass es diesmal klappen würde. Man wusste, dass Domitian keinen Nachfolger designiert hatte, allein schon, weil ihm der Gedanke an seinen Tod so unerträglich war. Der Senat, mit dem Instinkt des Angsthasen und zugleich mit der Ordnungsliebe des Amtsschimmels, hatte als erstes Ausschau gehalten nach jemandem, den man bei der Ermordung Domitian's die Polter, dem Volk und der Prätorianertruppe als Nachfolger vorsetzen konnte. Aber es gab weit und breit keinen legitimen und zugleich akzeptablen Anwärter. Da fiel der Blick der Versammlung auf die vertrauenswürdige, in ihrem schönen weißen Haar so repräsentable Gestalt des alten Nerva. Und sie faßten den unglaublichen Entschluß, diesen Mann aus ihrer Mitte zum Kaiser zu machen. Er wurde es. Die Prätorianer hielten still. Das Volk schaute etwas blöde. Das war alles. Nerva hat den Senat nicht enttäuscht. Er betrachtete sich im Grunde zeitlebens als dritten Konsul mit besonderen Vollmachten. Er tat nie etwas ohne den Senat, außer einmal, und das war geradezu ein Geniestreich von ihm. Es war im Jahre 87. Die Legionen zeigten seit kurzem ihren Missmut gegen den unimposanten Bürochef Nerva, worauf sofort auch die Prätorianer die Gelegenheit ergriffen, gegen die Knickrigkeit des neuen Herrn zu protestieren. Sie waren das ständige Schmieren ihrer Gunst gewohnt. Die Qualität der Kaiser war ihnen völlig gleichgültig, die Finanzlage interessierte sie nicht, patriotische Gesichtspunkte lagen ihnen meilenweit fern. Eines Tages kam es zur offenen Revolte. Zunächst bemächtigten sie sich der Domitianmörder und schlugen sie tot, und dann ergoss sich dieser söldnerpöbel auf die Straßen und war im schönsten Zuge Nerva herauszuholen. Aber der gewitzte Parlamentarier fand blitzschnell einen Ausweg. Er kam den Prätorianern zuvor, rief das Volk zu einer wichtigen Nachricht zusammen, verkündete eine in aller Eile zurechtfrisierte Siegesmeldung aus den Provinzen und schloss wie en passant daran die Mitteilung, um deren Willen er in Wahrheit die Menge zusammengerufen hatte, er, der alte Mann, habe soeben einen Nachfolger erwählt, als Sohn adoptiert und zum Cäsar ernannt. Das Volk, der ahnungslose Senat und die inzwischen angerückten Prätorianer zu Füßen Nervas standen verwirrt vor der überraschenden Wendung. Niemand konnte sich denken, welcher Name jetzt fallen würde und welcher Name die Prätorianer vom Platz fegen könnte. Ein falsches Wort, eine falsche Wahl, ein falscher Name, und Nerva musste das Schicksal des alten Galba erleiden. Der Name, den er nannte, war allen bekannt. Kein zweiter Nerva, sondern ein Feldherr, ein großer Feldherr, ein gefährlicher Feldherr, der nicht mit sich Spaßen ließe, wenn Nerva auch nur ein Haar gekrümmt würde, meine Herren Prätorianer. Trajan. Das Volk schrie auf vor Vergnügen, die Senatoren stießen einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus, die Prätorianer schluckten kurz, ehe sie in den Beifall einstimmten. Ungehindert stolzierte der alte Nerva nach Hause, geschützt und umstrahlt von der Glorie, dem Reich einen berühmten Soldaten und bewunderten Sohn des Volkes als Nachfolger geschenkt zu haben. Es war tatsächlich eine Leistung. Nerva begründete damit das Prinzip der Adoptivkaiser, was besonders deutlich wurde, weil die nächsten drei Kaiser keine Söhne hatten und also dem neuen Weg folgen mussten. Nervas zweite beachtliche Tat, die etwas harmlos aussieht, aber menschlich sehr liebenswert und für diese Zeit erstaunlich ist, war die Errichtung einer Staatsstiftung zur Erziehung und Ausbildung armer Kinder. Alimentarii pueri et puele. Nach anderthalbjähriger Regierung, vom September 96 bis Januar 98, legte sich Nerva ergeben hin und verabschiedete sich von dieser Welt. Nicht unzufrieden mit sich womit er vollständig recht hatte. Trajan war zu der Ehre der Adoption gekommen wie die Jungfrau in dem berühmten Sprichwort. Die Nachricht erreichte ihn in seinem Hauptquartier in Köln. Er war seit seinem Konsulat vor vielen Jahren so selten in Rom gewesen, dass Trajan den alten Nerva vielleicht nicht einmal wiedererkannt hätte. Er wunderte sich also des Todes. Er war berühmt, gewiss, aber das ist doch nie ein Grund gewesen, Kaiser zu werden. Komisch. Da er 1500 Kilometer entfernt am Rhein saß, erriet er den Grund nicht. Er wusste nicht, dass die Prätorianer dem guten Alten das Messer an die Kehle gesetzt hatten. Er kannte aber zur Genüge die allgemeine Lage. Dass Nerva keinen Sohn hatte, dass man einem Beamtenapparat wie dem Senat die Ernennung von Kaisern unmöglich ein zweites Mal überlassen durfte, wenn man den Nimbus nicht endgültig zerstören wollte, und dass die Prätorianer eine Erpresserbande waren, denen irgendjemand einmal das Handwerk legen musste. Dieser letzte Gedanke übrigens könnte bei genauem Hinsehen einer der Gründe gewesen sein, dass Trajan sich nach dem Tode Nervas unendlich Zeit ließ und erst fast zwei Jahre danach in Rom erschien eine hübsche Versuchung für die Prätorianer, die er im Falle einer Revolte garantiert einen Kopf kürzer gemacht hätte. Er schwebte nicht in psychoanalytischen Regionen. Terror kann man nur mit Terror brechen. Der Satz ist alt. Marcus Ulpius Traianus Nerva Caesar Augustus Imperator, jetzt 45 Jahre alt, war in Italica, einem Städtchen bei Sevilla geboren. Mit ihm bestieg zum ersten Mal ein Provinziale den Thron. Aber man braucht das nicht über zu betonen, denn er war natürlich kein Spanier, sondern Römer. Italica galt als eine der ältesten römischen Siedlungen. Trajans Vorfahren waren angesehene Leute in ihrer Stadt gewesen, was allerdings herzlich wenig besagt. Sein Vater jedoch scheint bereits aufgefallen zu sein, denn Vespasian rief ihn nach Rom, erkannte seine militärischen Fähigkeiten, ließ ihn zum General aufsteigen und machte ihn schließlich zum Statthalter in Syrien. Und Vespasian verstand etwas von Menschen und Soldaten. In Sohn Marcus Traianus erreichte die Familienbegabung die Spitze. Er war leidenschaftlicher Soldat. Seine ganze neunzehnjährige Regierungszeit wurde davon geprägt zur Freude aller militaristischen Geschichtsschreiber, aber phänomenalerweise ebenso zur Freude aller pazifistischen. Die einen, weil sie ein Schlachtendatum für die wahre Historie halten, die anderen, weil sie so herrlich über das sinnlose Blutvergießen herziehen können. Beide Anschauungen sind albern, ganz besonders die erste. Trajan und mit ihm alle Römer soll es als unerträglich empfunden haben, dass das stolze Imperium an die unruhigen Daker seit Domitian einen Tribut zahlte. Er habe aus diesem Grunde den dreijährigen Dakischen Krieg begonnen. Die Geschichtsbücher plappern das bis heute nach. Trajan hat solche kindischen Empfindungen nie gehabt. Wahr ist, dass er die ungesicherte Untere Donau als das künftige Einfallstor nach Italien fürchtete, womit er vollkommen recht hatte, und dass er bezweifelte, Rom würde noch einmal einen Feldherrn wie ihn zum Kaiser haben, womit er ebenfalls recht hatte. Das war weitblickend und sinnvoll, was wenigstens ein schwacher Trost für die Sterbenden ist, und es endete alles, auch später der schwierige Krieg gegen die Parther, siegreich. Was die Wunden der Hinterbliebenen etwas schneller heilen lässt. Unter Trajan erreichte das römische Imperium seine größte Ausdehnung. Die Geschichte lehrt, dass von der Größe eines Reiches oder von Eroberungen das Glück der Bürger nicht abhängt. Aber die Geschichte lehrt auch, dass wer A gesagt hat, auch B sagen muss, sonst frisst ihn die Katz. Dass die Katz eines Tages kommen würde, davon wird Trajan überzeugt gewesen sein, denn er sah Rom durchaus klar. Er wusste, dass es keinen Schuss Pulver mehr wert war. Rom und das Reich waren zwei verschiedene Dinge geworden. Rom war ein ständig plärrender, nichtsnutziger Balk, dem die Onkel und Tanten vom Lande ewig das Maul vollstopfen mussten von den millionen einwohnern der stadt lebten die oberen hunderttausend von besitzungen außerhalb der mauern oder vom rebach ihrer ämter, der mittelstand lebte vom mundgerechtmachen und verkaufen des fressens, und hunderttausend proleten ließen sich überhaupt ohne beschäftigung ernähren. im imperium würde nicht ein einziger stuhl gewackelt haben, wenn sich eine million stadtrömer in luft aufgelöst hätte. Trajan verachtete Rom und war zugleich dazu verdammt, es zu lieben. Das heißt, er war in der Lage, die wir Deutsche heute so gut kennen. Trajan hat für die kleinen Leute viel getan, nicht weil sie noch als arm gelten konnten, sondern weil sie etwas mehr Sicherheit für ihr Alter verdienten. Er hat auch die Stadt, das Stadtbild, mit einem riesigen Bauvorhaben verändert. Er ist der Erbauer des größten Forums des römischen Reiches. Das alte antike Forum Romanum, immer noch offizieller Mittelpunkt, hatte schon zu Cäsars Zeiten nicht mehr ausgereicht, die Menschenmenge zu fassen. Cäsar hatte jenseits der heutigen Via Fori Imperiali einen zweiten Platz angelegt. Augustus fügte einen noch größeren hinzu. Das Forum des Trajan wurde das größte. Es war von Bibliotheken und Wandelhallen umgeben, flankiert von einem Halbkreis von sechsstöckigen Ladengalerien mit 150 Geschäften, wie man in den Hang des schwach ansteigenden Quirinals hineingebaut hatte. Den Quirinal dürfen wir uns nicht mehr als grünes Hügelchen vorstellen, Rom war bis auf den letzten Fleck von Mietshäusern verwarzt. Ja, er war ein guter Kaiser. Der nächste, Hadrian, war auch ein guter Kaiser. Der übernächste Antoninus Pius auch. Und der überübernächste, Mark Aurel, war geradezu der Philosoph auf dem Kaiserthron, wie ich höre. Können Sie verstehen, dass ich ganz nervös werde, wenn ich daran denke, was mir in den nächsten Minuten bevorsteht? Nein? Sehen Sie, es ist furchtbar, aber wahr. Das Gute ist leicht ein bisschen langweilig. Ich liebe das Gute, ganz gewiss, besonders wenn ich ihm begegne. Wenn es aber sehr weit zurückliegt, dann entdecke ich in meinem Herzen eine Undankbarkeit, die mich erschreckt und schleunigst veranlasst hat, darüber nachzudenken. Bei dieser Tätigkeit habe ich herausgefunden, wo der Haken liegt. Es gibt nämlich zweierlei Gutes. Ich bin nicht von selbst darauf gekommen, sondern durch Wilhelm Busch. Es gibt ein fassbares und ein nicht fassbares Gutes. Ahnt ich es doch. Nehmen wir zum Beispiel Antoninus Pius, zu dem wir bald kommen werden. Was hat er getan? Hat er die Sozialversicherung, die verbilligte Rückfahrkarte oder das dreizehnte Monatsgehalt eingeführt? Hat er die Krankenhäuser erfunden? Nichts dergleichen. Er war unfassbar gut. Sein Gutsein bestand in dem, was Wilhelm Busch wissenschaftlich so formuliert hat. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Trajan war ein fassbar guter Kaiser, Hadrian schon weniger, und Antoninus und Mark Aurel waren unfassbar gute Kaiser. Und das ist es, so schwant mir, was uns beide, Sie als Hörer und mich als Chronisten, in den nächsten Minuten vor eine harte Aufgabe stellen wird. Ich kann Sie jedoch damit trösten, dass nach Mark Aurel gleich wieder ein unbeschreiblicher Saustall losgehen wird, in dem wir uns sofort wieder wie zu Hause fühlen werden. Nach dieser notwendigen Abschweifung könnte ich Ihnen nun das Todesdatum Trajan's mitteilen, das immer, mit Ausnahme bei Lexika, am Ende eines Lebens steht. Ich würde mich damit aber einer kleinen Unterlassungssünde schuldig machen. Ich muss noch kurz Trajan's äußerliche Erscheinung erwähnen. Wenn Sie durch die Korridore italienischer Museen gehen antike Plastiken sind meistens in Korridoren abgestellt, so finden Sie mit Sicherheit das leicht erkennbare Porträt dieses Kaisers, eventuell seine ganze Statue. Bis zum Jahre 1587 hätten Sie seine goldene Statuette auch auf der Spitze der Trajanssäule in Rom bewundern können. Dann hat man den Heiden, der der christlichen Toleranz leider nie teilhaftig gewesen ist, heruntergeholt und eingeschmolzen zu etwas Besserem. Heute können sie an seiner Stelle Sankt Petrus bewundern. Trajan scheint ziemlich groß gewesen zu sein. Er trug die Haare kurz wie Titus und sie fielen ihm als Ponyfrisur in die breite Stirn. Seine Augen wirkten in den Lidern etwas verschwollen. Er hatte einen Schnutenmund und ein Balkonkinn. Darüber saß eine lange fleischige Tapirnase. Das alles ist sehr anheimelnd. O Welt, misstraue den Schönlingen, lasse sie nie höher steigen als bis zum Bundeskanzler. Trajan starb auf der Heimkehr von einem Feldzug im fernen Zilizien im August 117 nach Christus. Er starb ohne einen Nachfolger designiert zu haben. Dass er im letzten Moment noch Hadrian adoptiert haben soll, ist, wie man heute annimmt, eine kleine Notlüge des Senats mit Hilfe von Witwe Trajan gewesen. Hadrian stammte ebenfalls aus Italica, war ein entfernter Verwandter Trajans, hatte unter ihm als Militärquästor gedient und jahrelang mit ihm zusammengelebt. Er war der Familie also wohl bekannt, bekannt in seiner persönlichen Sauberkeit, Friedfertigkeit und Tüchtigkeit. Dass Trajan in ihm den künftigen Kaiser gesehen hat, ist möglich. Vielleicht hat er eben darum die militärischen Dinge noch bereinigen wollen. Er hielt ihn sicher für kein Genie. 117 stieg Hadrian auf den Thron, 138 stieg er wieder herunter. Er starb nach langer, anscheinend sehr schmerzhafter Krankheit in Bajan, von dessen Schwefelquellen er sich vergeblich Linderung versprochen hatte. Er hat nie gejammert, er war körperlich so hart, wie er seelisch weich war. Für unsere heutigen Begriffe unterstrich sein martialischer, kurz gekräuselter Bart diese Härte, für die damaligen Begriffe unterstrich er jedoch genau das Gegenteil, die seelische Empfindsamkeit, denn es war der Bart der griechischen Philosophen und die waren keine Sportler. Seit Hadrian trug in Rom nun jedermann Bart, der zur High Society gehören wollte. Hadrian ist menschlich sehr ergiebig, als Objekt der Geschichte nicht. Er hat niemals die Wölfin gezähmt, denn die Wölfin war zu diesem Zeitpunkt schon alt, fett, faul und räudig. Er war ein getreuer, fleißiger Verwalter des Reiches, das er zwölf Jahre lang kreuz und quer durchreist hat, um sich nicht auf Berichte und auf Hörensagen verlassen zu müssen. Er fühlte sozial, ohne verschwiemelt zu sein. Von hervorragenden Juristen ließ er einen umfassenden Rechtskodex schriftlich ausarbeiten, auf den die Juristerei des ganzen Abendlandes zurückgeht. Es hat in seinem Leben zwei aufregende Ereignisse gegeben. Den Aufstand der Juden unter ihrem berühmten Führer Bar Kochba und die Begegnung mit Antinoos. Den Aufstand in Palästina schlug er mit einer Härte nieder, die einem Octavian alle Ehre gemacht hätte. Allerdings war etwas vorausgegangen. Auf Zypern, einer jüdisch-phönizischen Kolonie, hatten, sofern die alten Quellen die Wahrheit sagen, die Juden in einem Massaker 200.000 Griechen und Römer abgemurkst und noch einmal so viel in der Cyrenaika. Die Zahlen sind allerdings schwer zu glauben. Hadrian schleifte fast alle Städte Palästinas und machte die Juden für 1800 Jahre heimatlos. Das andere Ereignis, die Begegnung mit Antinoos, bestand er nicht als Sieger. Sie ist das eigentliche Romanthema Hadrians. Antinoos war ein belangloser, 20-jähriger Junge aus Bithynien am Bosporus, von müder, schläfriger Schönheit und energieloser Melancholie. Der Kaiser, von den emanzipierten zügellosen römischen Frauen seit langem abgestoßen, entbrannte in einer geradezu verzehrenden Leidenschaft zu ihm. Was ihn so völlig in seinen Bann schlug, war nicht nur die Schönheit. Es gibt circa 300 Bildnisse von Antinoos. Seine Züge sind so griechisch geometrisch, dass sie an Langweiligkeit grenzen, sondern es war vor allem die Wesensverwandtschaft. Auch Hadrian war ein Melancholiker, ein verlorener im Getriebe der Welt ein pessimist und schwermütiger wanderer zwischen tag und traum antinoos schmolz vor hadrian hin und hadrian vor antinoos der eine hadrian vor dem ebenbild apolls der andere vor der faszination der kaiserkrone vor der liebe eines jupiter hadrian nahm den jungen zu sich jahrelang melancholierten sie sich an und wurden der prototyp der zahlreichen heutigen hadriane und antinoose die leider so wenig von der spielerischen Heiterkeit der Griechen haben. In ganz Hellas sind nicht so viele Tränen geflossen und Weltschmerzseufzer zischend der Brust entwichen wie bei ihren Nachfolgern im zwanzigsten Jahrhundert. Wie schade. Sündigt, Freunde, aber sündigt fröhlich. Eines Tages nahm Antinoos sich das Leben. Der Grund war wohl, dass er den damaligen mystischen Anschauungen folgend mit seinem Opfertod das Leben des Kaisers verlängern wollte. Er erreichte das Gegenteil. Hadrians Gemüt verdüsterte sich zusehends. Er hat den Tod seines Lieblings nie verwunden. Er gründete die Stadt Antinoopolis zu Ehren des Toten, gab einem Sternbild seinen Namen, heute Sternbild des Adlers, baute ihm Tempel und erhob ihn zu den Göttern. Die letzten acht Jahre ähnelte Hadrian dem menschenscheuen, misstrauischen, abweisenden alten Tiberius. Und als seine Krankheit, eine Infektion aus dem kleinasiatischen Feldzug ausbrach, wurde er vollends ein stumm leidender, mißliebiger, ja geradezu verhasster Eremit. Was die wenigsten Geschichtsbücher berichten, als er starb, war der Senat drauf und dran, über ihn, wie einst über Caligula und Nero, die Damnatio Memoriae auszusprechen. Sein Nachfolger Antoninus schlug noch rechtzeitig die zum Schwur erhobenen Hände herunter. Das war die erfreulichste Leistung von Antoninus, dem das Volk später den Beinamen Pius gab. Er verhinderte die Absicht des undankbaren, in seiner Eitelkeit gekränkten Senats, erstens, weil er bei bestem Willen keinen Grund zu einer so fürchterlichen Verurteilung sah, und zweitens, weil er dankbar sein wollte. Und da hatte er recht. Er baute auch Hadrians Grabmal zu Ende und bestattete ihn dort in allen Ehren. Die Moles Hadriani ist die heutige Engelsburg. Titus, Aurelius, Fulvius, Boionius, Arius, Antoninus, Hadrianus, Caesar Augustus, Imperator, einer Senatorenfamilie aus Niem entstammend, war 52 Jahre alt, als er zur Regierung kam, nach der er sich bestimmt nicht gedrängt hat. Hadrian, der übrigens nur zehn Jahre älter war, hatte ihn adoptiert und sorgfältig auf sein Amt vorbereiten lassen. Antoninus war der Inbegriff des guten, langweiligen Kaisers. Unter ihm möchte ich zur Not gelebt haben. Für die Unterhaltung hätte ich selbst gesorgt. Sogar seine Ehe war über alle Maßen gut. Er reiste nicht, er war immer gemütlich zu Hause. Er liebte seine Frau in rührender Treue und Sorge und verewigte ihr Andenken in dem berühmten Faustinatempel auf dem alten Forum. Als Antoninus, 75-jährig, im Jahre 161 nach Christus starb, hinterließ er seinem Erben, den er noch auf Befehl Hadrians adoptiert hatte, einen würdigen Ruf und sieben Millionen Denare im Stadtsäckel. Es gäbe noch viel Gutes über ihn zu berichten. Wir aber wollen es uns verkneifen, denn Mark Aurel wartet schon. Und der wird länger. Mit Mark Aurel wurde der Mann Kaiser, den Hadrian gemeint hatte und für den Antoninus nur den Stuhl warm halten sollte. Antoninus war als Zwischenlösung gedacht gewesen. Dass er den Stuhl 23 Jahre lang warm halten würde, konnte niemand ahnen. Mark Aurel war daher schon 40 Jahre alt, als er 161 Kaiser wurde. Ein würdig aussehender, vollbärtiger Mann. Sie können ihn auf dem Campidoglio italienische Verballhornung des Wortes Capitol betrachten. Dort sitzt er als erste Reiterstatue der römischen Geschichte hoch zu Ross, die rechte Hand grüßend ausgestreckt, das Pferd im versammelten Schritt Vorbild aller späteren Reiterstandbilder. Das Denkmal war einst vergoldet und stand auf einem Platz mitten in der Stadt. Es hat die gefährlichen Jahrhunderte der Nichtchristenverfolgung durch einen erfreulichen irrtum überlebt die kirche hielt es für das bildnis des frommen kaisers konstantin sonst hätte man den kopf sicher mit dem des heiligen petrus vertauscht erst in der renaissance erkannte man marc aurel und michelangelo setzte das denkmal vor seinen konservatorenpalast auf dem kapitol dort grüßt der kaiser nun unentwegt in die fotoapparate von hunderttausend touristen unter ihm aber auf welchem platz der welt täte er es nicht Marcus Aurelius Annius Verus Antoninus Cäsar Augustus Imperator um einige Ecken mit Hadrian verwandt stammte aus einer vornehmen Familie ebenfalls aus Spanien. Hadrian war überzeugt gewesen mit ihm einen guten Griff getan zu haben und er hat sich nicht geirrt. Die ersten Jahre waren etwas gehemmt durch die Mitregentschaft von Mark Aurels Adoptivbruder Lucius Verus den Antoninus nach dem Prinzip doppelt genäht hält besser ebenfalls als Sohn angenommen hatte Lucius Verus war ein Tropf er beschränkte sich zum Glück darauf nur wenig Unfug zu machen 169 tat er das beste was er tun konnte er segnete das zeitliche Mark Aurel war nun allein und konnte loslegen mit seiner Güte inzwischen hatte sich eine der tausend Parthererhebungen Erhebungen sowie ein kurzer Krieg gegen die aufständischen Donaumarkomannen zur Zufriedenheit durch Friedensschlüsse erledigt, so glaubte der friedliebende Kaiser jedenfalls, setzte sich hin und verfasste ein erstaunliches literarisches Werk, seine zwölfbändigen Selbsterkenntnisse, das Erkenne-Dich-Selbst des Menschen Mark Aurel, nicht des Herrschers. Aber es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Schon wieder musste der gute Kaiser auf das Streitroß steigen, denn die Markomannen, die späteren Bayern, hatten mit erhobenen Bierseideln erneut die Grenzen überschritten. Ein unwiderstehlicher Drang scheint sie aus ihrer Heimat Böhmen nach München gezogen zu haben. Auf diesem zweiten Markomannenfeldzug ereilte Mark Aurel im Feldlager in der Nähe von Wien im Jahre 180 der Tod. Sie werden nun sicherlich fragen, was Mark Aurel Gutes getan hat. Ich bin in Verlegenheit. Er hat viel Pech gehabt. Die Kriege wollte er nicht, aber die Ränder des Reiches bröckelten eben, und er musste sie halten. Aus dem Partha-Feldzug brachte das Heer die Pest heim. Es wurde die schlimmste Epidemie des Altertums. Ganze Landstriche Italiens verödeten. Der zweite Markomanneneinfall war blutig ernst, die Germanen witterten den Fäulnisgeruch Roms. Gut war Mark Aurel als Mensch. Jedoch, das ist keine große Leistung, wenn es nicht ansteckend ist. Wie kam ich nur aus jenem Frieden ins Weltgetös? Was einst vereint, hat sich geschieden, und das ist bös. Nun bin ich nicht geneigt zum Geben, nun heißt es nimm. Ja, ich muß töten, um zu leben, und das ist schlimm. Doch eine Sehnsucht blieb zurücke, die niemals ruht. Sie zieht mich heim zum alten Glücke, und das ist gut. Gilelmus Frutex Caesar Augustus Imperator Spiritualis. Und nun wollen wir eine kleine Pause machen, um uns für das Bevorstehende zu stärken. Das siebzehnte Kapitel ist voll von Mord und Totschlag. Aber das genügt bei einem Volke leider nicht als Beweis, dass es geschichtlich noch lebt. Und tatsächlich, es lohnt sich nicht mehr, noch länger etwas zu verfolgen, was nicht mehr das Rom der Antike ist. Als Mark Aurel mit dem Prinzip der Adoptivnachfolger, an das man sich gewöhnt hatte, brach und seinen Sohn Commodus als Erben einsetzte, glaubte er wahrscheinlich, dem Kaisertum in dem dynastischen Gedanken eine starke Stütze zu geben. Er irrte sich. Dem Volk war das Schnuppe, und der Senat, überhaupt die gesamte Nobilität, war unangenehm berührt. Jetzt, so empfand man, war man also wieder bei dem gefährlichen alten Zopf angelangt, und das im aufgeklärten Jahre 180. Das alte Trauma der Patrizier. Eine Einbildung, aber auch Einbildungen tun weh. Die und der Plebs fanden dagegen den neuen Imperator Klasse, und dass er die strahlende Jugend verkörperte, entzückte sie. Rom war senil geworden, ließ sich die Haare lang wachsen und geilte sich an der Jugend auf. Die Jugend antwortete darauf ohne Zögern mit Arroganz und Verachtung. Keiner hatte wie sie eine so weiche Haut, keiner wie sie so gesunde Zähne, keiner wie sie so pralle Hoden alles konnten die alten Säcke kaufen und erreichen Jugend nicht. Jugend war nicht mehr ein biologischer Zustand, Jugend war ein Beruf. Commodus war neunzehn Jahre alt. Verheißungsvoll? Caligula war vierundzwanzig gewesen, Nero siebzehn, der spätere Elagabal 14. In Commodus wiederholte sich der Fall Nero nur auf einer viel trostloseren basis neros infantiler ehrgeiz war gewesen ein pindar ein anakreon zu werden commodus ehrgeiz lag auf anderem gebiet er war überzeugt ein neuer herakles zu sein sein marmorbildnis im konservatorenpalast in rom zeigt ihn mit einem löwenrachen auf dem kopf und der keule des herkules über der schulter seine gesichtszüge sind die eines schwächlings der ausdruck der augen irre aber er war nicht irre im medizinischen sinne er war nur ein aas er wünschte den wachtraum eines verwöhnten bösartigen lümmels zu leben und seine eingebildete einmaligkeit mit gefährlicher gewalt durchzusetzen die schmeicheleien die er verlangte grenzten ans bodenlose jeder schiefe blick jedes lächeln jede widerrede war lebensgefährlich die menschen die deshalb sterben mussten oder verschwanden sind nicht zu zählen er mordete, wie Kinder Puppen zerschlagen, aus unvoraussehbaren Anlässen. Der Senat bekam Krämpfe, als Commodus die Eroberungen und Friedensabschlüsse Mark Aurels aufgab, Gesetze aufhob, Heerführer kassierte, Vermögen einzog und bald endgültig mit den Senatoren brach. Er verschwendete keine Minute darauf, zu regieren. Er wünschte aber auch nicht, dass andere regierten. Es reizte seine Wut. Er befahl, das Imperium Romanum in die Bezeichnung Orbis Commodianus zu ändern und nannte Rom nur noch Colonia Commodiana. Das Neujahrsfest 192, zwölf Jahre war der Verrückte bereits an der Macht, beging er als Gladiator, das heißt, er stach aus gesicherter, Gittergeschützter Stellung wilde Tiere ab. Ein lächerliches Schauspiel, das seine aktuelle Mätresse Marcia. Zu einem verächtlichen Lachen hinriß. Commodus sah es. Ihr Schicksal war besiegelt. Um der Ermordung zuvorzukommen, verschwor sich Martia mit den Prätorianern, die den Kaiser noch in der Kaserne erdrosselten. Das war der Sohn des guten Mark Aurel. Das Jahr 193 brachte Rom fünf neue Kaiser. Der alte Senator Pertinax, einstiger Freund Mark Aurels, bezog am 1. Januar 193 den Palatin und wurde im März von den Prätorianern ermordet. Jetzt wurde die Krone meistbietend versteigert. Aus der Auktion ging ein reicher Herr Didius Julianus als Sieger hervor. An der Donau riefen darauf die Legionen den General Septimius Severus zum Kaiser aus, das Heer im Osten dagegen den Pescennius Niger, und die Truppen in Britannien den Oberbefehlshaber Clodius Albinus. Als Septimius Severus vor Rom erschien, ließ der Senat seinen Didius Julianus hinrichten. 194 wurde Pescennius Niger erschlagen. Etwas später Clodius Albinus getötet, der Nobelste der ganzen Bande. Septimius Severus, der Überlebende, hielt sich 18 Jahre lang. Sein Sohn Caracalla, ein reiner Verbrecher wurde 217 von den Prätorianern ermordet. Sein Adoptiverbe, ein Halbsyrer, war ein Scharlatan, ein harmloser Irrer, der in Syrien Priester des Sonnengottes Heliogabal gewesen war, nachdem er sich auch Elagabal nannte. Er war ein 14-jähriger Tempelkinäde, bitte im Lexikon nachschlagen, kam mit seinem Fetisch nach Rom und gedachte, die Stadt in einen großen religiös-sexuellen Kinderspielplatz zu verwandeln. Regieren tat seine Großmutter, bis die Prätorianer ihn nach fünf Jahren totschlugen. Jetzt kam sein Vetter Alexander Severus, wieder ein Vertreter der herrlichen Jugend. Er war vierzehn Jahre alt und ein Indianerspielender Knabe. Aber allmählich wurde er älter, ohne ein Mann zu werden. 235 entledigten sich die Soldaten seiner, indem sie ihn ins Jenseits beförderten. Die Invasionen der Barbaren setzten ein. Die Germanen rollten den Limes auf, die Goten die untere Donau, die Perser Kleinasien. Die Götterdämmerung kündigte sich an. 235. eroberte sich Maximius, ein thrakischer Bauernsohn, den Thron, die Rache Thrakiens für Spartacus. Drei Jahre später sorgte der Senat dafür, dass er erschlagen wurde. Der Nächste war Gordianus Minor ein reizender, vornehmer Versuchsmensch von dreizehn Jahren, Püppchen der Plebs. Gedungene Bravos ermordeten ihn auf Geheiß des nächsten Kaisers. Sein Vater, Mitregent und anachronistischer Ehrenmann, nahm sich das Leben. Der neue Mann hieß Philippus und war der Sohn eines Araberscheichs. So, und nun mag ich nicht mehr. Von vierzig Kaisern starben nur vierzehn eines natürlichen Todes. Auf dem geheiligten alten Forum wurde der ahnungslose alte Galba erschlagen. Dorthin schleppte man auch halbnackt und mit einem Kälberstrick um den Hals Vitellius, ehe man ihn erstach und seine Leiche in den Tiber warf. Caligula wurde im Zirkusgang ermordet. Vier Kaiser auf dem Palatin, Commodus und Elagabal in den Kasernen der Gladiatoren und der Garde. Das Schwert, die Schlinge, die Fäuste und das Gift sind die Kaisermacher eines dem Untergang geweihten Volkes gewesen. Hören Sie die Wölfin keuchen? Halb blind, halb gelähmt ahnt sie die Meute derer jetzt kommen, die sie ein halbes Jahrtausend lang gedemütigt hatte. Vae victis. Achtzehntes Kapitel Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quæ ferum non sanat, ignis sanat. Hippokrates. Victis? Wieso Victis? Wer nicht Krieg führt, kann nicht untergehen, nicht wahr, meine jungen Freunde? Die barbarischen Zeiten der Kriege, der Opfer und gestohlenen Leben, der lügnerischen Fahnen, der unrentablen Ehre und des Blut und Bodens waren vorbei, auf den Müll mit ihnen. Rom war bei seiner Gegenwart angekommen, es sah nicht vorwärts, es wusste von keinen Jahrhunderten mehr, es sah nur noch den Augenblick und fühlte nur noch den Herzschlag des Jetzt. Rom durchlebte die Stunde der Wahrheit, die auf die Frage Auskunft gibt Was ist der Mensch, der die Vergangenheit und die Zukunft verleugnet? Was ist der Mensch im luftleeren Raum? Wie bitter ist die Süße der Geschichtslosigkeit? Wenn man von der Peripherie Italiens kommend sich über Land Rom näherte, so begann man seine Ausstrahlung schon mehrere hundert Kilometer vorher zu spüren. Die Bauernhäuser hielten die Tore geschlossen, die Güter waren bewehrt, die Pferde in bewachten verborgenen Arealen. Kurz vor Rom verwandelte sich das Bild gegen früher dann ganz stark. Hier heraus kamen schon die jungen weinseligen Römer zu Wagen oder in Karriere zu Pferde, fröhlich und beschäftigungslos, immer zu lustigen Streichen aufgelegt, bald Pferde kaschend, bald ein Mädchenrei umerlegend, bald die Truhen und Kästen inspizierend oder ein Scheunchen anzündend, dass es nur so prasselte. Die Bauern der Umgebung bildeten Schutztruppen, die am Abend und in der Nacht wachten. Mit jedem Schritt näher an die Mauern der Stadt wuchs die Unsicherheit. Einbrüche, Diebstähle, Raubüberfälle waren an der Tagesordnung und entzogen sich längst der Zählung. Man war in Rom diesen Zustand so gewohnt, dass niemand mehr davon sprach. Bei dem Jähzorn, der vor allem bei den Halbwüchsigen fast immer eine Folgeerscheinung ihrer Immunität ist und große Ähnlichkeit mit einem Mini-Cäsaren-Wahnsinn hat, genügte schon ein scharfes Wort, ein schiefer Blick, um eine wilde Reaktion hervorzurufen. Die Straßen und Plätze waren zu allen Stunden voll von müßigen, sich langweilenden Jugendlichen und von Pöbel. Das Elternhaus wurde zur Tankstelle und menschlichen Garage. Die Polizei trug ganz unnütz Tag um Tag Verbrecher jeden Alters zusammen. Die Richter, von einem nicht mehr erklärbaren Wahn des Allesverstehens befallen, ließen die Verhafteten wieder frei, um die Menschenwürde nicht zu kränken. Sie hatten auch Angst, Angst vor der Rache an der Familie und Angst vor der öffentlichen Meinung des Rinnsteins. Ädile, die eingriffen, wurden mit Steinen beworfen. Nicht die Gesetze bestimmten das Leben, sondern die augenblicklichen Zustände bestimmten die Rechtsprechung. Die Entscheidungen der Richter waren ein Hohn auf die Gesetze. Gerade die Älteren wetteiferten, einen Meter vor der Entwicklung zu marschieren. Der Staat war der Feind des ehrlichen Bürgers geworden. Er honorierte Ordnung nicht mehr, er ließ dem Krankhaften allen Schutz angedeihen und nannte das human. Der Anständige war ihm als lebender Vorwurf suspekt und wurde diffamiert, um nicht zum Ankläger werden zu können. Die Staatskasse verschwendete die Steuergelder in die Unterhaltung der Volksluxusbäder und ernährte die Masse der untätigen Proletarier von der Wiege bis zur Bahre. Die Inflation griff rapide um sich. Ein Denar, längst nicht mehr aus Silber, hatte zur Zeit des Kommodus wenigstens noch den Wert von einigen Pfennigen. Hundert Jahre genügten, um ihn zu einem tausendstel Teil sinken zu lassen. Der Staat gab dieses Schundgeld an die Beamten und Angestellten des ganzen Reiches aus und zwang sie es zum Nennwert anzunehmen, lehnte aber selbst sobald es zu ihm zurücklief, die Annahme als Falschgeld ab er war zum verbrecher geworden geldgeschäfte ruhten bald vollständig der handel mit fremden ländern hörte auf rom fiel auf die stufe der naturalienzahlungen zurück wer gutes altes geld hatte versteckte es alles flüchtete in sachwerte in leicht transportable in gold perlen und edelsteine carpe diem Tagtäglich strömten die Massen in die Zirkusse, Arenen und Theater. Schon Titus hatte das von seinem Vater gestiftete Kolosseum mit hunderttägigen Spielen eingeweiht, bei denen fünftausend exotische Tiere ihr Leben lassen mussten. Jetzt, zur Spätzeit, herrschte dort fast pausenlos Betrieb. Es fasste über 50.000 Zuschauer. Aber die anderen Arenen kamen hinzu. Der Circus Maximus fasste nach dem letzten Umbau 185.000 Menschen. Sicher waren ständig 300 bis 400.000 unterwegs auf der Jagd nach dem bisschen was unser eins hat, dem Vergnügen. Zehntausende von Gladiatoren ließen ihr Leben, hunderttausende von Tieren wurden abgeschlachtet. Im Kolosseum fanden riesige Jagden zwischen aufgebauten Felskulissen statt. Dem Zirkus setzte man unter Wasser und trug Seeschlachten aus, bei denen sich die Gegner zu Hunderten echt töteten. Das Wasser war rot von Blut. Die Menge tobte und schrie, fraß und stank. Der Blutgeruch zog in Schwaden durch die Straßen. Eine neue Note kam in das Bisschen, was unser Eins hat, als die Christen- und Judenverfolgungen begannen. Die meisten der Opfer wurden im Circus Maximus den wilden Tieren vorgeworfen. Die Christensekte galt als geheimnisumwittert. Man dichtete ihr Zauberei und sexuelle Orgien an und erwartete immer aufs Neue zitternd vor Spannung die knallharten Volksfeste. An solchen Tagen, und es waren zeitweilig hundert im Jahr, brachen fast die Tribünen vor Menschenmassen, Männern und Frauen. An solchen Tagen war auch Hochbetrieb bei den Freudenmädchen und Mietkerlen, die sich in Scharen bei den Arenen zusammenzogen, denn es galt als einer der delikatesten Genüsse, noch mit dem Blutdunst in der Luft und dem Schreien der Opfer im Ohr einen Akt zu vollziehen. Rom war voller Dirnen. Ihr Strich waren die Tuskische Gasse und das Subura Viertel. Die besseren, teureren sah man auf dem Forum, in den Säulenhallen der Tempel und Bibliotheken und in den Separees der Zirkusse. Es wimmelte von Bordellen, die, mit obszönen Hausschildern gekennzeichnet, Kammern, von luxuriösen, mit erotischen Positionen geschmückten Zimmerchen bis zu Zwei-Quadratmeter-Löchern, für jedermann zur Verfügung stellten oder Bestellungen außer Haus annahmen. Auch die riesigen Thermen, eintrittfrei, waren voll von Spezialisten und Spezialistinnen, Dienern des Marquis de Sade und des Herrn von Sacher masoch Die Kinäden trugen die Gewänder der Mädchen. Manche waren operiert und wimmerten, wie Petronius beschreibt, bei jeder Berührung. Schwarze Semiten wechselten mit zierlichen, mandeläugigen, ägyptischen Knaben und blonden Kelten ab. Blond war sehr begehrt. Auch Frauen setzten sich Germanenhaarperücken auf und banden sich blonde Dreiecke vor. Die Aufstachelung und Befriedigung begann bereits bei den Kindern, stürmisch begrüßt als Befreiung von Frustration. Unerwünschte Neugeborene wurden von den Müttern erstickt oder irgendwo weggeworfen. Man fand sie vor den Toren auf Schritt und Tritt. Mehrere kaiserliche Erlasse drohten schwere Strafen an, aber die Entwicklung war längst darüber hinweggegangen. Eine Ehe, die in Ordnung war, galt als sicheres Zeichen dafür, dass der Mann ein Tölpel und die Frau ein Blaustrumpf war. Es existierten zwar Ehegesetze, irgendwo lagen sie, aber es ist unwahrscheinlich, dass ein Richter sie noch kannte. Die neue Zeit hatte sich ein neues Gewohnheitsrecht geschaffen, die Konsensehe, die den Personenstand der Frau nicht veränderte und nicht mehr berührte. Man pflegte die Ehefrau eines anderen abzuklopfen, wie eine Partnerin beim Tanz. Niemand oder kaum jemand aus der fortschrittlichen Gesellschaft verdarb das Spiel. Man bildete sexuelle Supermärkte, zu dritt, zu viert. Ein Gedicht spricht von einer Kette von fünf. Wenn das nicht mehr zog, nahm man Haschisch aus dem Orient zu Hilfe. Die Frauen aus der Gesellschaft und die aus der Plebs sind in ihrer Verderbtheit völlig gleich. Die vornehme Dame ist nichts anderes als die Dirne im Schmutz der Straße. Manche verschwenden sich und ihr letztes Geld an Eunuchen und bartlose Knaben, andere suchen ihren Kitzel bei den brutalen Kerlen und groben Sklaven, und manche können nur noch Wollust empfinden beim Anblick von Blut. Eine Delikatesse war, dem Entmannen von Kriegsgefangenen zuzusehen. Und Apuleius beschreibt nicht zufällig die Sodomie zwischen einer Dame und einem brünstigen Eselshengst. Mit einer Blume im Haar und Belladonna im Ärmel ging man durch das Leben. Die Jagd nach der Erbschaft war so groß wie die Jagd nach dem Sinnenglück. Es gab eine Hochzeit in Rom, die alles in den Schatten stellte, was die Freiheit bisher geboren hatte. Es heirateten, das ganze Volk war auf den Beinen, ein Mann, der bereits zwanzig Ehefrauen unter die Erde gebracht und beerbt hatte, und eine Dame, die schon zweiundzwanzig Ehemänner von Geld und Leben befreit hatte. Jedermann wußte es, und man schloß Wetten ab, wen es diesmal erwischen würde. Nach einigen Wochen zügelloser Orgien stand das unvorsichtige Opfer fest. Die Frau war tot als der ehemann palmwedel schwingend hinter der bahre durch die straßen zog feierte ihn die menge wie einen gladiator das wär's rom ging sang und klanglos unter es wurde nicht wie hellas besiegt zerfetzt verschlungen es verunglückte nicht in der kurve es prallte mit niemand zusammen es stürzte nicht ab und bekam keinen herzschlag es verfaulte man hätte es retten können, aber man gab ihm Opium statt zu schneiden. Hören Sie, was die Ruinen, was die Säulenstümpfe auf dem Forum Romanum rufen? Schönen Gruß an die Enkel.